Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich komme sehr gerne hin. Ich bin das erste Mal hier in diesen Räumen. Ich erinnere mich an eine andere Veranstaltung, aber die war in diesem großen Kongresszentrum da hinten. Schön auch mal hier zu sein. Was die Einladung als solche angeht, wenn ich gefragt werde, versuche ich zu kommen. Also das mache ich. Und dann bin ich auch immer gerne dafür zu haben, gerade wenn es so nah ist wie in Köln, wo man für die Anfahrt 40 Minuten braucht, für die Parkplatzsuche 95, ja. Das ist das, was angekündigt worden ist. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich habe mich schon bewusst gerade mit Bezug auf die Einführung so ein bisschen daran orientiert, was vielleicht hier gerade für Leute von Interesse ist, die mit Computern zu tun haben, die online sind, die möglicherweise gerade ein Tor-Exit-Node betreiben. Also das Stichwort ist ja gerade gefallen, dann will ich das auch gerne aufgreifen. Also wer für die Informationsfreiheit im Netz kämpft, was ja ein ehrenwertes Anliegen ist, und das zum Beispiel dadurch tut, dass er ein Tor-Exit-Node betreibt, in welcher Ausprägung auch immer, da gibt es ja wohl unterschiedliche Dinge, dem kann ich nur sagen, schön, dass Sie heute gekommen sind oder schön, dass ihr heute gekommen seid, liebe Tor-Exit-Node-Betreiber, weil eines kann ich als Anwalt dazu nur sagen, ihr lebt nicht ganz risikolos. Denn wer sich damit auskennt, weiß, die Problematik ist einfach eine grundlegende. Wer einen Tor-Exit-Node betreibt, der stellt sozusagen seine IP-Adresse seines Internetanschlusses eben sozusagen als Ausgang zur Verfügung. Und diese IP-Adresse ist halt, das muss man ganz klar sehen, immer der Anknüpfungspunkt für die Ermittlungsbehörden. Wesentlich mehr haben die ja in der Regel nicht, zum Beispiel wenn es um die Verbreitung kinderpornografischer Schriften geht oder ich sag mal so Drogenhandel im sogenannten Darknet. Das sind ja alles Dinge, die dann über die IP-Adresse aufgedröselt werden, weil sie eben meistens der einzige Anknüpfungspunkt ist. Ja, sicher, wir wissen alle, die IP-Adresse ist nicht mehr als nichts anderes als ein Autokennzeichen, ganz vereinfacht formuliert. Bloß weil jemand der Halter eines Autos ist, heißt das ja auch noch nicht lange nicht, dass er auch der Fahrer gewesen ist an einem konkreten Tag. Also man ist weit davon entfernt, sicherlich einen Autohalter einzusperren, wenn ein Banküberfall mit seinem Auto passiert ist, bloß aufgrund der Umstände, dass er der Halter ist. Aber bei Tor-Exit-Nodes ist es halt so, das will ich ganz offen sagen, das Risiko ist natürlich da, dass man dann Hausdurchsuchungen bekommt. Und ich habe einige Fälle auf dem Schreibtisch, bei denen ist es halt auch wirklich so, dass dann auch auf sehr unerfreuliche Art und Weise von den Behörden Uneinsichtigkeit gezeigt wird. Es gibt auch durchaus Tor-Exit-Node-Betreiber, die schon das zweite oder dritte Mal eine Hausdurchsuchung bekommen, ja, obwohl die zuständigen Polizeibeamten und Staatsanwälte, die einen Durchsuchungsbeschluss beantragen, eigentlich wissen müssen, dass es einen Tor-Exit-Node gibt. Und zu diesem einführenden Thema ganz zum Schluss noch der Hinweis, also das Tor-Experiment oder der Tor-Service gerät natürlich auch immer mehr in den Blickwinkel von Ermittlungsbehörden. Ich habe schon Fälle gehabt, wo also Staatsanwälte wirklich ausdrücklich in den Antrag oder in ihren Vermerk, wo sie einen Durchsuchungsbeschluss herbeiführen, reinschreiben, dass das ja so nicht geht, ja, dass man so die Anonymität im Internet sozusagen befördert und deswegen müsste halt derjenige den Kopf erstmal hinhalten in Form einer Hausdurchsuchung, obwohl, ich habe einen so einen Beschluss wirklich geistig vor dem Auge dann da drin steht, obwohl an sich nicht anzunehmen ist, dass der Beschuldigte auch tatsächlich der Beschuldigte ist. Also, ja, das ist natürlich sehr widersinnig, aber das zeigt eben so die Tendenz, dass man da so ein bisschen in eine Bestrafungsrichtung reingeht. Das kommt ja auch alles aus Amerika, das wird ja auch versucht, das kaputt zu machen. Fangen wir vielleicht mal einen Schritt weiter vorne an, und wo es noch nicht, Entschuldigung, ich wollte nicht, wo es noch nicht um Durchsuchungen geht, aber damit wir vielleicht einen ganz kleinen Überblick heute haben. Wenn Sie eine Vorladung bekommen, ja, von der Polizei, da steht dann immer drin, sollen Sie als Beschuldigter vernommen werden. Und dazu kann ich, wenn Sie denn schon mal Ärger haben, der kann ja auch ohne eigenes Verschulden sozusagen entstehen, wenn Sie nur eine Vorladung erhalten haben, dann kann man vom Glück im Unglück reden, ja, weil dann ist die Gefahr der Hausdurchsuchung, die ja viel gravierender ist, erstmal gebannt in aller Regel. Denn wenn Sie eben eine Vorladung bekommen, dann weiß natürlich auch die Polizei A oder der Staatsanwalt, es ist ein eher kleiner Tatvorwurf. Ja, also man braucht Sie weder zu durchsuchen noch in Untersuchungshaft zu nehmen. Und B,
Ja, das sind im Prinzip die Punkte. Und wichtig für solche Sachen, wenn Sie also den sogenannten Anhörungsbogen bekommen, müssen Sie ganz einfach sehen, so eine Vorladung ist nicht mehr als eine Einladung. Ja, sie nennt sich Vorladung, aber sie ist nicht mehr als eine Einladung zu einer Geburtstagsparty eines Freundes oder Kollegen von Ihnen. Sie müssen der nicht folgen. Einladungen kann man ablehnen. Also ich plädiere ja immer dafür, dass man auch sprachehrlich ist. An sich sollte das nicht Vorladung heißen, sondern Einladung. Dann würde allerdings natürlich die Erfolgsquote bei uns deutschen Micheln sozusagen, die in gewisser Weise halt auch amtsgläubig sind und sich sofort in Rechtfertigungsdruck versetzen lassen, selbst bei uns würde die noch enorm abnehmen. Ja, aber ganz wichtig, der Beschuldigte ist niemals verpflichtet, irgendwelche Angaben zu machen. Das heißt, selbst wenn die Polizei bei Ihnen anruft und sagt, ja, wenn Sie jetzt nicht kommen wollen, dann ist das auch okay, aber erzählen Sie doch mal, wollen Sie nicht wenigstens mal ein bisschen mir weiterhelfen oder sowas. Solche Anrufe gibt es durchaus. Sie sind never ever verpflichtet, wenn Sie so einen Anhörungsbogen bekommen haben und darüber informiert worden sind, dass Sie Beschuldigter in einem Strafverfahren sind, sind Sie niemals verpflichtet, mit der Polizei irgendwelche Diskussionen über die Sache zu führen. Sie sind höchstens verpflichtet, das ist eine kleine Ausnahme, Ihre Personalien anzugeben, den Familienstand und die Wohnanschrift. Das steht so im Ordnungswidrigkeitengesetz. Ja, das können Sie dann im Zweifel auch schon fast wieder vergessen, wenn Sie sich einen Anwalt nehmen, weil dann entfällt diese Pflicht wieder aus Gründen, die ich jetzt nicht näher darlegen will. Aber wenn Sie dann so einen Anhörungsbogen bekommen, würde ich sagen, selbst wenn Sie den nicht zurückschicken und eben nicht, wenn Sie aufgefordert werden, hier Personalien, Familienstand, Wohnanschrift anzugeben, wenn Sie das nicht machen, dann passiert in 99,9% der Fälle auch nichts. Ja, ich habe in 23 Berufsjahren habe ich ein einziges Verfahren gehabt, wo ein Mandant von mir den Anhörungsbogen entweder nicht zurückgeschickt hat oder unvollständig zurückgeschickt hat, wo er seine Personalien nicht angegeben hat, wo ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dieser Nichtangabe der Personalien eingeleitet worden ist. Geldbuße waren 50 Euro, Anwaltskosten waren wahrscheinlich deutlich mehr. Das behalte ich jetzt lieber für mich. Also 50 Euro, das sollte man dann schon riskieren. Ja? So, und jetzt eine ganz neue Entwicklung. Da sind wir dann schon fast wieder absolut up to date. Sie werden, wenn Sie heute zum Beispiel, Sie fahren jetzt gleich nach Hause, rempeln dort irgendwie mit Ihrem Fahrrad oder umgekehrt, ein Autofahrer rempelt Sie mit dem Fahrrad an. Sie sind plötzlich Beschuldigter. Fahrlässige Körperverletzung lautet das Stichwort. Und dann kriegen Sie einen Anhörungsbogen von der Polizei. Bitte äußern Sie sich schriftlich oder kommen Sie in 14 Tagen doch zu uns auf die Wache. Meistens um 7.45 Uhr oder um 8.15 Uhr. Ja. Diese Vorladung wird dann jetzt mittlerweile immer garniert mit dem wunderbaren Satz, dieser Vorladung liegt eine Anordnung der Staatsanwaltschaft zugrunde. Ja. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, wenn das in diesem Text steht, ja, ist das unseriös, ja? Das erweckt genau wie das Wort Vorladung bei Ihnen den Eindruck, wenn Sie jetzt kein Jurist sind, bei Ihnen den Eindruck, als wäre das jetzt irgendwie angeordnet worden von noch höherer Stelle, ja? Tatsache ist, basiert auf einer ganz anderen Grundlage. Und das hat mit den Zeugenrechten zu tun. Da komme ich gleich dazu. Nur wenn Sie sich eines merken, lassen Sie sich von diesem Satz, wenn Sie mal als Beschuldigter vorgeladen werden, überhaupt nicht beeindrucken. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Der hat mit einer Gesetzesänderung zu tun, die mit Zeugen eine Rolle spielt. Aber da sieht man ein bisschen so, ich sag mal, wie nennt man das, die Fiesigkeit oder den Versuch sozusagen, den Bürger ein bisschen über den Tisch zu ziehen auf ganz lockere Art und Weise, dann wird das hier instrumentalisiert mit so einem Zusatz, der hier nun weiß Gott nichts zu tun hat, nur um so ein bisschen mehr Eindruck zu schinden und den Eindruck zu erwecken, als solle man da jetzt Angaben machen. Also, wie reagiert man auf eine Vorladung, die eigentlich Einladung heißen müsste? Sie haben folgende Möglichkeiten, der Vorladung folgen. Das heißt, da steht drin, kommen Sie um 7.45 Uhr. Sie würden natürlich dann wenigstens anrufen und sagen, also vor 14.15 Uhr kann ich nicht. Aber wenn Sie da noch was haben, dann bin ich bereit zu kommen. Da kann ich Sie eigentlich aber nur davor warnen. Hatte schon mal jemand das Vergnügen, der Vorladung einer Vorladung der Polizei gefolgt zu sein? Oh, alles recht. Ja, da hinten?
Haben Sie es später bereut oder war es in Ordnung? War eigentlich in Ordnung. Gut, stelle ich keine weiteren Fragen. Falsche Antwort. War noch eine zweite Meldung. Wie bitte? War noch eine zweite Meldung. Wo war die zweite Meldung? Vielleicht habe ich da mehr Glück. Ja, bitte? Ja, aber das konnte in der Rating wieder korrekt hingestellt werden. Das hat aber einen Anwalt gekostet. Ja, ne? Also das ist die strukturelle Unterlegenheit, die ich hier aufgeführt habe. Sie haben es in der Regel, das ist zumindest meine Hoffnung, regelmäßig mit geschulten Polizeibeamten zu tun, die sich damit auskennen. Und was haben Sie? Sie haben was Anständiges gelernt, ja, kennen sich also mit juristischem Kram und Polizeiarbeit nicht aus. Und Sie haben als Beschuldigter, der jetzt sozusagen ohne Anwalt da aufschlägt, ja überhaupt kein Akteneinsichtsrecht. Ja, das heißt, Sie wissen überhaupt nicht, was der Polizeibeamte weiß, denn der hat ja die Strafanzeige da liegen und möglicherweise schon Ermittlungsergebnisse. Das bedeutet für Sie, Tatvorwurf und Beweislage werden bewusst vor Ihnen im Dunkeln gelassen. Ja, so nach dem Motto, ja, ich kann Ihnen sagen, es geht da um einen Ladendiebstahl im Rewe an der Venloer Straße. Da sind Sie auf einer Videokamera festgehalten. Ja, oder da gibt es, ich formuliere es so, aus einem aktuellen Fall, da gibt es Videobeweise. Ja, dann sitzen Sie da, wenn das ich hab nichts, aber wenn ich da auf Video drauf bin, dann bin ich es wohl gewesen. Ja, aktueller. Ja. Und dann kommt das ins Spiel, was Sie gerade gesagt haben, dann brauchen Sie später einen Anwalt, der das wieder richtigstellt, wenn das so rüberkommt. Das ist übrigens jetzt gar kein Scherz. Ich habe einen aktuellen Fall, da ist genau das passiert. Da geht es um Randale in der Düsseldorfer Altstadt von Fußballfans. Die Fußballfans haben sich da irgendwie geschlagen. Ja, mein Mandant gehört sicherlich jetzt nicht zu den ganz Unbescholtenen in dieser Branche, aber er wusste so nicht so recht, was da ist, und er ist, soweit ich mich erinnere, dann auch zur Polizei gegangen und hat sich da vernehmen lassen, und dann sagte der Polizeibeamte zu ihm so sinngemäß, Sie brauchen das gar nicht zu leugnen, es gibt einen Videobeweis. Ja, der natürlich, oh, ich war da besoffen, ich weiß überhaupt nichts mehr, ne? Sonst hätte er sich ja nicht, wäre er dann nicht in dieser Gruppe gewesen. Ich weiß überhaupt nichts mehr, aber irgendwie habe ich so eine Erinnerung, dass ich nichts gemacht habe, ne? Und wenn sie dann ist er schlau gewesen, ist weggegangen und hat gesagt, nee, dann nehme ich mir doch lieber einen Anwalt und ich lasse mir dann die Ermittlungsakte kommen. Ja, es gibt einen Videobeweis, da sieht man die Schlägerei vor dem Pub. Nur mein Mandant ist darauf gar nicht zu sehen, ja. Also, aber wenn er sich natürlich da hingesetzt hätte bei dem Polizeibeamten, ja, war ich dabei und ich habe da 10 Meter weiter da irgendwie mich mit Leuten geschlagen oder ähnliches, das wäre sozusagen ein selbstfabriziertes Geständnis gewesen. Ja, ich war auch nicht dabei, aber auf jeden Fall diese Sache mit, wir haben einen Videobeweis, würde ich dann im Zweifel hinterfragen. Ja, bitte. Darf man denn einen Rechtsbeistand nehmen? Kann das auch ein Nichtrechtsanwalt sein? Ja, also das ist gesetzlich durchaus vorgesehen. Das ist ja allerdings heute eine Werbeveranstaltung für Rechtsanwälte. Ich bespreche das Thema jetzt eher ungern, nein. Aber gesetzlich ist es durchaus möglich. Sie können sich eines Beistands bedienen, der muss aber nicht der Rechtsanwalt sein. Sie können sich zum Beispiel Ehegatte, Freund, Kollege, ich hatte das neulich, da ist ein Rechtsreferendar, also ein Jurist in Ausbildung sozusagen als Beistand aufgetreten, der hat das total super gemacht, ja. Bis vors Amtsgericht ist er als Verteidiger aufgetreten und hat dann einen Freispruch rausgeholt. Ich habe das nur deswegen mitgekriegt, weil die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen ist gegen den Freispruch, den der Referendar erkämpft hat. Und am Landgericht herrscht dann halt Anwaltszwang, weil die dann gesagt haben, jetzt wollen wir aber einen richtigen Anwalt dabei haben. Aber können Sie machen. Bitte. Keine Frage an Stelle. Das heißt, ich kann irgendjemanden aus meiner Familie zum Beispiel sagen, hör mal, beantrag mal für mich Akteneinsicht? Nein, mit der Akteneinsicht ist was anderes. Die Akteneinsicht kann zum Beispiel einen Rechtsanwalt für Sie nehmen, Hochschullehrer und ganz viele andere Details. Aber Sie haben auch, das ist eine gute Frage, die jetzt an Ihre auch anschließt, auch als Beschuldigter natürlich das Recht, Akteneinsicht zu nehmen. Das Gesetz ist dann deutlich liberalisiert worden. Das heißt, Sie haben in dem 147 StPO das Recht, auch als Beschuldigter Akteneinsicht zu nehmen. Ja. Das wissen viele Staatsanwaltschaften nicht oder wollen es nicht wissen, weil das für die natürlich nervig ist, in Anführungsstrichen, wenn dann Beschuldigte da stehen und sagen, ich möchte gerne mal die Akte einsehen. Aber sie haben das Recht. Und im Gesetz steht, um das vielleicht noch abzuschließen,
wenn der Beschuldigte selber Akteneinsicht will, haben will, dann darf ihm die Akte zwar nicht mitgegeben werden, aber es sollen ihm regelmäßig, also wenn keine Gründe entgegensprechen, Kopien der Ermittlungsakte ausgehändigt werden. Also vielleicht ein kleiner Tipp an alle, die sich entweder keinen Anwalt leisten wollen oder vielleicht auch nicht können. Wenn Sie so Stress haben, bevor Sie dann zur Polizei gehen und eine Vernehmung über sich ergehen lassen, dann machen Sie lieber von Ihrem Recht Gebrauch, als Beschuldigter selbst Akteneinsicht zu nehmen. Können Sie machen. Sie können es auch, wenn Sie ganz geschickt sind, aber das ist natürlich jetzt hier geschäftsschädigend für mich und alle anderen Anwälte, erstmal selber Akteneinsicht nehmen, das alles in Ruhe durchlesen und dann überlegen, ob Sie einen Anwalt brauchen. Ja, geht alles heutzutage. Bitte. Eine Frage. Sie haben ja gesagt, also wenn man der Vorladung nicht folgt, ja, ignoriert, geht's, sagen wir, steigt die Gefahr der Hausbesuch, wird es eher ätzender. Kann man dann, ich sag mal, der Vorladung folgen, auch wenn er um 7.45 Uhr ist? Ja. Und sich dann da hinsetzen, alles klar, dann hätte ich jetzt gerne einmal meine Akte zu Gesicht. Das geht deswegen nicht, weil die Polizei Ihnen keine Akteneinsicht gewähren kann. Das ist wieder so ein typisch deutsches Problem. Akteneinsicht kann nur die Staatsanwaltschaft gewähren. Ja, der Polizeibeamte wird dann sagen, da müssen Sie sich erstmal an die Staatsanwaltschaft wenden und dann vielleicht wiederkommen. Aber ich könnte da auftauchen, da wäre zumindest gefolgt, könnte sagen, da hätte ich gerne meine Akteneinsicht. Ja. So, dann werden die mir erzählen, jetzt geht nur die Anwaltschaft. Ja. Ist ja gut, dann hat sich das Thema erstmal erledigt. Wenn Sie charakterstark sind und sich nicht belatschern lassen, so nach dem Motto, legen Sie doch die Karten auf den Tisch, sonst wird doch alles nur schlimmer. Oder wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann können Sie doch auch eine Aussage machen. Also wenn Sie da so... Ich hab das einmal geglaubt, nie wieder. Wenn Sie da so charakterstark sind und das Durchsetzungsvermögen haben, können Sie es gerne probieren. Aber das würde dann nicht unbedingt die Gefahr der Hausdurchsuchung nach oben treiben, weil ich ja dann im Grunde genommen Erfolg habe, nur vielleicht müssen Sie geben, wie man die wollten. Also ich habe ja hier geschrieben, die Gefahr der Hausdurchsuchung steigt, also bitte nicht überbewerten. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo es eben dann keiner... Es ist nicht zwingend so, dass wenn Sie da in der Vorladung wegen eines Bagatelldelikts nicht folgen, dass Sie dann eine Hausdurchsuchung bekommen. Aber wenn es so grenzwertige Sachen sind, ja, also denken Sie an die mittlerweile ja sehr aktuelle Geschichte Betäubungsmittelkäufe im Darknet, ja, man geht nicht mehr zu seinem Dealer hier vorne an der, wie heißt das da, wo ich gerade lang gegangen, Venloer Straße, da irgendwo, was? Ja. Okay. Ah, der Name sagt mir was aus diversen Fällen, ja. Aber das Darknet ist vielleicht für die Binnenwerbung. Beliebt ist ja auch irgendwie so ein Platz am Männerwohnheim. Ich weiß nicht, ist das hier in der Gegend oder irgendwo in Nippes oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir wollen jetzt hier nicht die Hotspots hier aufzählen, aber wo war ich denn? Wenn Sie, helfen Sie mal weiter. Ach so, die Drogenkäufe im Darknet. Also das heißt, man geht nicht mehr zu seinem Dealer vor Ort, sondern lässt sich alles frei Haus liefern sozusagen. Zahlung via Bitcoin und dann werden ja dann irgendwie die Adressen bei den Händlern beschlagnahmt. Ja, da sind ja dann sehr häufig, meine Erfahrung, irgendwelche Kids aus Leipzig, die machen dann 3, 4, 6 Monate einen Drogenhandel im Darknet auf. Der läuft total super, ja. Und irgendwann fliegen die auf, weil das BKA, vielleicht als Hintergrundinformation, mittlerweile dann ja selber sozusagen nicht Scheinkäufe macht, aber zumindest bis zum jetzt bestellen Schritt das alles dann überprüft, ob man da dran ist. Und dann machen die bei den Jungs da eine Razzia und dann stellen die dann so eine wunderbar geführte Excel-Tabelle mit allen Kundennamen, Daten, Bestelldaten, DHL-Lieferungsnummern und so weiter sicher. Und dann hat die Polizei in Leipzig, hat dann wieder erstmal 3 Monate lang zu tun, 7.000 Leute zu verfolgen, weil die dann irgendwie 3 Gramm Gras irgendwo bestellt haben sollen, ja. Nur bei diesen Darknet-Geschichten hängt es halt auch sehr davon ab, wo sie hinkommen. Es gibt Staatsanwälte, die sagen dann, boah, der soll eine Bestellung im Internet gemacht haben, ganz böse Geschichte, mache ich eine Hausdurchsuchung. Andere Staatsanwälte, und da arbeite ich immer so ein bisschen dran, sind sensibler, die sagen natürlich, Moment mal, da wird gesagt, jemand hat was im Darknet bestellt, wir wissen aber nicht, wie er bezahlt hat, ja, es gibt keine Kreditkartenabrechnung oder sowas. Bitcoin ist ja alles erstmal im luftleeren Raum. Und was ist sonst noch als Beleg dafür, dass der das gewesen ist? Da sind sie fast wieder wie bei der IP-Adresse als Nummernschild, ja. Stichwort toter Briefkasten. Ja, wer kann es denn verhindern, dass Ihr Briefkasten morgen von irgendjemandem missbraucht wird? Gerade wenn Sie hier zentral wohnen, riesige Wohnanlage, Briefkästen stehen vor der Tür,
30% der Briefkästen sind kaputt. Ja? Der Postbote, die Boten schmeißen alles irgendwo in den Flur. Ja? Also jeder hat ja dann im Prinzip die Möglichkeit, eine Adresse problemlos zu missbrauchen. Und gute Staatsanwälte, aus meiner Sicht gute, sagen dann, nee, das reicht mir nicht. Bloß der Umstand, dass jemand was bestellt hat, das kann doch keinen Tatverdacht begründen, der eine Hausdurchsuchung rechtfertigt. Ja? Das ist dann so, weil wir drauf gekommen sind, hier eben diese Scheidelinie, ja. Und wenn Sie bei Darknet-Bestellungen, das vielleicht als konkreter Tipp, wenn Sie da eine Vorladung bekommen, dann sollten Sie entweder das so machen, wie Sie das vorhin ausklamüsert haben, also selbst aktiv werden, oder eben zum Anwalt gehen, weil da ist es dann sehr häufig so, dass die Staatsanwälte sagen, ja, wenn der sich bei uns nicht meldet, dann muss ich aber trotzdem weiter ermitteln, weil es ja um Betäubungsmittel geht, ja. Ja, gerne. Die Vorladung zu ignorieren, ist es am sinnvollsten, die einfach in Müll zu schmeißen, mehr oder weniger? Oder ist das vielleicht eine clevere Idee, bei den Bullen anzurufen und zu sagen, danke für die nette Einladung, aber ich komme nicht? Macht das einen Unterschied? Das können Sie beides natürlich machen. Sie sind ja auch, wenn Sie einer Einladung nicht folgen müssen, auch nicht verpflichtet abzusagen, das ist ganz klar. Ein Gebot der Höflichkeit kann es schon sein, aber auch da halt ist halt immer die Gefahr, dass man dann da irgendwie halt sich anhören muss, ja, wieso kommen Sie denn nicht, das macht Sie ja zusätzlich noch verdächtig, das kriegen Sie dann halt gesagt, ne? Nur ob Sie das jetzt absagen oder ob Sie tatsächlich das in den Müll werfen oder irgendwo, was ich empfehlen würde, vielleicht irgendwo ordentlich abheften, damit Sie es vielleicht brauchen Sie es ja irgendwann nochmal, vielleicht auch dann für einen Anwalt, ja, der sagt dann, wo ist denn die Vorladung? Um das Aktenzeichen rauszufinden. Ja, das steht da oben rechts irgendwo drauf, wenn Sie kein Aktenzeichen haben. Und einen Anwalt haben, der nach Stundensatz arbeitet, der muss dann erstmal 20 Minuten telefonieren, um rauszufinden, wo das Ermittlungsverfahren gegen Sie geführt wird und wie alt das ist und wo man Akteneinsicht bekommt. Das müssen Sie dann am Ende bezahlen. Also heften Sie es lieber ab. Okay, das war es ja schon mit dieser Folie. Nur so als mittelprächtiger Einstieg in das Thema. Was ganz Neues, das ist jetzt eine neue rechtliche Entwicklung, die Rechte und Pflichten von Zeugen, also von Nichtbeschuldigten, haben sich geändert. Es war bisher so, dass es keine Aussage oder sonstige Mitwirkungspflicht des Zeugen bei der Polizei gibt. Ja? Das bedeutet, auch wenn es im deutschen Fernsehkrimi stündlich, minütlich anders und falsch dargestellt wird, Zeugen müssen gar nichts. Die müssen keine Polizeibeamten reinbitten, die müssen für die keinen Kaffee kochen, ja. Die müssen die nicht in der Villa auf dem Klavier spielen lassen, weil der Polizeibeamte auch ein musischer Mensch ist, um dann sich eines Mordes überführen zu lassen, sondern Zeugen mussten bislang gar nichts. So einfach war das, ja. Sie konnten, wenn ein Polizist mit ihnen sprechen wollte, ja, sie sind ja nur Zeuge, sie müssen eine Aussage machen, konnten sie sagen, ich weiß nicht, woher sie das haben, aber das ist nicht die geltende Rechtslage. Leider Gottes hat sich die Rechtslage geändert, denn jetzt heißt es im Gesetz, Zeugen sind verpflichtet, auf Ladung, bla bla bla, zu erscheinen und zur Sache auszusagen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Sie erinnern sich vorhin dieser Halbsatz, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt, der steht jetzt im Gesetz für Zeugen, aber die Polizei schreibt ihn auch gerne in die Vorladung und für Beschuldigte rein, obwohl da für Beschuldigte steht das nirgends drin, das steht nur bei den Zeugen. Zeugen müssen also kommen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Ich kann Ihnen dann nur sagen, es gibt viele Gründe, als Zeuge auch nach dieser Gesetzesänderung nicht aussagen zu wollen. Ja? Also Sie gehen in den Club um die Ecke und, weiß ich nicht, kriegen irgendwie mit, wie Ihr Kumpel, um jetzt bei dem Thema zu bleiben von gerade, Ihr Kumpel, der kauft da irgendwie so eine pulverige Substanz. Ja, Sie denken, ach, das ist wieder dieses Ahoi-Brausepulver, weiß gar nicht, was der davon hat oder so, aber ist Ihnen ja auch letztendlich egal. Aber aus irgendeinem Grund wird gegen den ermittelt und dann sagt eine andere Freundin, sagt dann, ja, der Jürgen, der ist doch ständig mit dem Beschuldigten zusammen, der müsste doch dazu was sagen können. Die waren ja auch letzten Samstag zusammen in dem Club, ja, wo angeblich das Drogengeschäft stattgefunden hat. Ja, ist ja Ihre freie Entscheidung sozusagen, ob Sie einen
Klammer auf, guten Freund reinreiten wollen oder nicht. Ja, es gibt da keine Anzeigepflicht, es gibt da keine Überführungspflicht für Sie als Staatsbürger, dass Sie dazu beitragen müssen, dass Menschen, die Ihnen wichtig sind, einer Straftat überführt werden. Also es ist eine rein ethische Entscheidung sozusagen. Und diese ethische Entscheidung fällt natürlich immer eher zu Ungunsten einer Aussage aus, je näher man vielleicht verwandt ist oder befreundet ist. Ja. Denken Sie, Stichwort nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Ja. Es gibt für nicht-eheliche Lebensgemeinschaften kein Zeugnisverweigerungsrecht. Ja. Das heißt, bloß weil Sie schon 35 Jahre zusammen leben und alles teilen, ja, und sogar vielleicht zwei gemeinsame Kinder haben, ja, bedeutet das nicht, dass Sie dann irgendein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Ja, im Gegensatz zum Beispiel zu Ehegatten. Und da war es bisher immer sehr einfach zu sagen, ja, ist alles kein Problem, ich muss ja bei der Polizei sowieso keine Angaben zur Sache machen. Nachdem ich Ihre Frage beantwortet habe, sage ich Ihnen dann, wie man aus diesem neuen gesetzlichen Dilemma, herzlichen Dank an die Bundesregierung, welcher auch immer es gewesen ist, die das aktuell eingeführt hat, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Aber jetzt Ihre Frage. Ist das bei eingetragenen Lebenspartnerschaften ebenfalls so wie bei einer Ehe oder wie nur wie bei einer Beziehung? Nein, bei eingetragenen Lebenspartnerschaften, die sind ja der Ehe mittlerweile gleichgestellt. So zumindest meine bescheidene Kenntnis. Ja, also das ist in der Ehe ist genau wie bei der Ehe dann. So, also jetzt mal die Angst, das Angstszenario. Der Polizeibeamte hält sie irgendwo an und sagt, Sie sind Zeuge, ja, und Sie müssen hier und jetzt aussagen und dem liegt auch ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde. Da stellt sich der erste Frage, gibt es überhaupt einen Auftrag der Staatsanwaltschaft, ja? Da können Sie natürlich dann so sehr spitzfindig sein und sagen, Moment, ich weiß, ich muss als Zeuge vielleicht aussagen, aber nur, wenn ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Dann sagen Sie zu dem Beamten, ja, dann belegen Sie mir doch mal bitte, dass ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Zeigen Sie mir den doch mal. Ja? Dann sagen, soll ich jetzt mein Handy rausholen und Ihnen das zeigen? Dann sagen Sie, ja, das habe ich kein Problem mit, machen Sie das mal. Ne? Oder muss ja irgendwo schriftlich, in Deutschland ist ja alles schriftlich oder per E-Mail, da müssen Sie eine E-Mail vom Staatsanwalt bekommen haben, bitte vernehmen Sie mal den Zeugen sowieso. Zeigen Sie mir die, dann glaube ich Ihnen das. Ja? Können Sie natürlich schöne Diskussionen mit lostreten, aber die Diskussion wird in aller Regel damit enden, dass der Polizeibeamte sagt, wissen Sie was, wir vertagen das einfach mal, gehen Sie mal zum Anwalt, lassen Sie sich juristisch beraten und dann klären wir das. Ne? Weil der dann natürlich auch völlig überfordert ist von der Situation, ja? Wenn Sie dann den Auftrag sehen. Ich hab bei einer Zeugen Vorladung für meinen Mandanten, wo ich wusste, dass kein Auftrag der Staatsanwaltschaft vorliegt, das schon beanstandet. Ja? Und dann stellte sich heraus, dass das da drin stand in der Vorladung, obwohl es gar keinen Auftrag der Staatsanwältin, die ich zufälligerweise etwas näher kenne, gab. Ja? Die konnte ich dann mal anrufen und sagen, mal zu, was macht ihr denn da? Ja? Wegen so einer Popelsgeschichte ging um Verkehrsunfallflucht, macht ihr da im Auftrag der Staatsanwaltschaft? Nee, das haben wir gar nicht gemacht. Ne? Na gut, zweite Sache ist, wenn die Polizei Sie als Zeugen vernehmen will, gibt es denn da eine Ladungsfrist? Im Gesetz steht ja drin, auf Vorladung zu erscheinen, haben wir gerade gelesen. Das ist eine juristisch natürlich höchst interessante Frage. Ja, die ist bislang leider Gottes noch nicht geklärt, ob es da sozusagen eine Frist gibt. Ja, also erstmal müssen Sie geladen werden und dann können Sie kommen, was in Deutschland ja bedeutet, frühestens am nächsten Tag, 7.45 Uhr. Ja, aber das ist eben noch nicht geklärt. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, sagen, der Polizist kann ja jetzt eine Ladung aussprechen und sagen, da sie ja sowieso schon hier sind, mache ich die Vernehmung sofort. Ja? Aber vielleicht im Hinterkopf behalten, da kann man auch was mitreißen, indem man dann sagt, bitte, Ladung bedeutet doch, dass ich irgendwie zu Ihnen kommen muss. Da können Sie mich doch jetzt hier nicht zwischen Tür und Angel vernehmen. So, dahin ist eine Frage. Ja, ganz blöde Frage. Wenn drinnen steht, dass ein Auftrag existieren würde zur Vorladung, ist es rechtswidrig, wenn es nicht so ist? Also könnte ich dagegen wiederum vorgehen? Ja, aber das hat mit Ihrem Fall dann nichts zu tun. Das wäre dann eher ein Fall für eine Dienstaufsichtsbeschwerde, wo Sie dann sozusagen sagen, der Polizist macht seinen Job nicht richtig. Ja, scheint ja anscheinend öfter vorzukommen, wenn ich das so raushöre. Ja, kommt öfter vor. Dienstaufsichtsbeschwerden kommen auch öfter vor, aber aber wie wir Juristen immer sagen, Dienstaufsichtsbeschwerden sind ja meistens form-, frist- und fruchtlos. Ja, also da kommt relativ wenig bei raus. Wenn Sie eine Exit-Strategie jetzt, ich mache diese Folie zu Ende, dann kommen wir zu dem Punkt, vielleicht beantwortet es ja einiges auch. Exit-Strategie, wenn Sie also wirklich
konfrontiert werden mit dem Verlangen, sofort und hier und jetzt oder morgen vernommen zu werden, dann sollten sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Ich habe das schon angedeutet, man muss da einfach gelassen bleiben und eben wissen, selbst wenn die Polizei das behauptet, der Polizeibeamte selber kann erstmal gar nichts machen. Ja? Denn bei einer Zeugnisverweigerung kann lediglich die Staatsanwaltschaft ein Ordnungsgeld gegen sie verhängen, ja? Was zum Beispiel bei nächtlichen Fällen dann eher schwierig wird, weil da wenig Staatsanwälte arbeiten. Ja? Also wenn dann jetzt hier, Sie sind da, wie gesagt, wir bleiben bei dem Club, Sie sollen da jetzt Ihren Freund als Drogenjunkie denunzieren sozusagen und dann wird der Eildienst der Staatsanwaltschaft sich bedanken, wenn dann jetzt ein Polizeibeamter anruft, so der Zehnte an diesem Abend und sagt, geben Sie mir mal einen Auftrag, den Zeugen hier und jetzt zu vernehmen. Ja? Ist nicht praxisrelevant, passiert so nicht. Staatsanwälte würden dann sagen, pass auf, schicken Sie mir das schriftlich, gucke ich mir in Ruhe an, wie soll ich das denn jetzt entscheiden? Wichtig, nur die Staatsanwaltschaft kann Ordnungsmittel verhängen, die Polizei selber kann das gar nicht machen. Und Ordnungsgeld, wir waren ja vorhin schon bei den 50 Euro Bußgeld, wenn Sie Ihre Personalien nicht angeben, einmal erlebt im Leben bisher. Ordnungshaft ist ja eigentlich eher das, wovor man etwas Angst haben sollte. Aber die Ordnungshaft kann nicht mal ein Staatsanwalt verhängen, sondern das kann nur der Richter machen. Und wie Sie wissen, sind die Richter ja sowieso dann nicht da. Ja, die sind nur zwischen 9 und 14 Uhr überhaupt erreichbar. Und der wird auch einen Teufel tun, und das sofort und heftig gegen sie zu machen, sondern der Richter wird dann sagen, da muss ich den Zeugen erstmal anhören, was der dazu zu sagen hat und Ähnliches. Also, Sie haben eben Möglichkeiten, da ein bisschen Sand ins Getriebe zu schütten. Und ganz wichtig noch am Ende, das sollte man dann wissen, wenn man sich auf sowas emotional ein bisschen vorbereiten will. Es gibt ja nicht nur schlechte Gesetze, sondern es gibt auch ein neues Gesetz, nämlich das Recht auf Zeugenbeistand, Paragraph 68 klein b StPO. Und der sieht vor, dass der Zeuge sich in jedem Stadium des Verfahrens eines Beistandes bedienen kann. Ja? In der Regel wie der Rechtsanwalt, aber gerade danke nochmal für Ihre Frage, es kann natürlich auch jeder andere sein. Ja? Und wenn Sie das Recht haben, sich eines Zeugenbeistandes zu bedienen, dann kann man das Recht nicht so einfach leerlaufen lassen, indem man sagt, ja, ist da jetzt kein Zeugenbeistand da? Wird manchmal versucht, klappt aber nicht. Sondern da ist es dann vielleicht sogar schlauer, wenn Sie sagen, ich will jetzt nicht meine Lebenspartnerin, die dann drei Häuser weiter sitzt, haben, sondern ich will einen Anwalt haben. Ja? Weil jetzt habe ich gerade über die Richter geschimpft, auch wir Anwälte, die meisten Anwälte sind ja nachts und an Feiertagen und so auch eher nur eingeschränkt zu erreichen. Ja? Also Sie können dadurch Zeit gewinnen. Dann sagen Sie, passen Sie auf, ist ja alles schön und gut, Pflicht hin und Pflicht her, aber ich möchte vielleicht dann doch von meinem Recht Gebrauch machen, einen Anwalt als Zeugenbeistand herbeizurufen, zu befragen. Ja, mein Anwalt ist am Montag ab 9.30 Uhr wieder erreichbar. Ja, bitte. Kann ich dabei einen speziellen Anwalt haben oder muss das dann irgendein Anwalt sein? Wenn mein Anwalt jetzt, sagen wir, noch einen Monat im Urlaub ist, kann dann die Polizei sagen so, ja, das ist jetzt aber also doch ein bisschen zeitkritischer. Hier gilt im Prinzip dasselbe wie beim Verteidiger. Sie haben das Recht natürlich, sich des Anwalts Ihres Vertrauens zu bedienen. Das heißt also, man kann Ihnen keinen Anwalt so einfach aufs Auge drücken, so nach dem Motto, oh, der Herr Vetter oder wer auch immer, ja, der ist heute auf einem Gerichtstermin in Koblenz, der kann schlecht nach Köln kommen oder sowas. Da muss man sich dann eben abstimmen. Ja? Wenn der Anwalt natürlich dann drei Monate Südseekreuzfahrt macht, ja, das ist dann vielleicht was anderes. Aber es geht mir nur darum, sozusagen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie die Zeit gewinnen können, um sich sozusagen in anwaltliche, / juristische Beratung begeben zu können. Weil dann ist ja die Luft aus der ganzen Sache sozusagen raus. Denn wenn Sie die Zeit gewonnen haben und dann vielleicht mit einem Anwalt drüber gesprochen haben, dann wird der Sie natürlich darüber informieren, Sie müssen aussagen oder Sie müssen eben nicht aussagen. Ja, bitte? Mein Problem ist, ich kann durch diesen Scheinwerfer eigentlich so gut wie nichts sehen. Deswegen melden Sie sich ganz laut. Ja, ich habe eine Frage zur Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Polizei. Das hörte sich ja eben so an, dass das nicht so wirkungsvoll ist. Gibt es denn da was anderes, was man machen kann? Wenn man meint, dass die Person gegen das Gesetz verstößt. Ja. Also das war jetzt etwas salopp formuliert. Ich mache durchaus auch Dienstaufsichtsbeschwerden, wenn ich wirklich davon ausgehe,
dass A, tatsächlich eine Pflichtverletzung vorliegt und der Beamte das nicht sozusagen nur leicht fahrlässig gemacht hat, sondern weil er es eben willkürlich gemacht hat. Also Stichwort, wenn das so in Richtung Rechtsbeugung gehen würde bei einem Juristen. Ja? Also wenn Sie sich begründet ärgern über das Verhalten eines Polizeibeamten, Staatsanwalts oder Richter, dann haben Sie halt das Recht, eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu erheben. Und da kann Ihnen auch keiner einen Strick draus drehen, wenn Sie die einigermaßen sachlich formulieren. Ja? Kleine Einschränkung, ne? Die blöde Sau und so, das, solche Sachen kann man schreiben, aber das gibt dann wieder neue Arbeit für die Justiz. Insofern, wenn Sie das höflich formulieren und aus Ihrer Sicht sachlich das vortragen, was da gewesen ist, kriegen Sie keinen Ärger. Aber, kleine Ausnahme zum Beispiel, war keine Dienstaufsichtsbeschwerde, aber ein Mandant von mir ist nachts morgens um 4 Uhr über die rote Ampel gelaufen. Bei uns am Kennedy-Damm, das ist direkt um die Ecke. Können Sie sich vorstellen, es ist unheimlich viel Verkehr nachts um 4, aber ein Polizeibeamter war da. Ne? Und der sagte dann, ja, pass auf, das kostet 5 €. Ja? Und dann hat mein Mandant dem, oder 10 € waren das, 10 € bezahlt. Ja? Zu Hause fiel mein Mandant auf, ich habe ja gar keine Quittung bekommen. Ja? Dann hat er bei der Polizei angerufen und wollte eine Quittung haben. Und dann sagten die dann, wissen wir nicht, wer das war. Doch, ich habe mir doch den Namen des Polizeibeamten gemerkt. So viele werden ja morgens um 4.30 Uhr da auch nicht Dienst gehabt haben. Und dann ging das halt so hin und dann hin und her. Und dann sagte der Polizeibeamte, ich habe kein Geld bekommen. Also ich war nicht dabei. Ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen ist. Ne? Ich habe kein Geld bekommen. Das führte dann dazu, dass mein Mandant sich natürlich erst gegen das Knöllchen gewehrt hat, erfolglos, ja, und hat ja mit dem Geld jetzt erstmal nichts zu tun und oder hat mit sich mit dem Argument selber gewehrt, er hätte ja schon doppelt, kann ja nicht doppelt bezahlen, die Verwarnung wäre wirksam geworden. Richter hat das natürlich erstmal nicht geglaubt, das hätte für den Mandanten dann ein Warnzeichen sein müssen, dass er vielleicht die Dienstaufsichtsbeschwerde wenigstens sein lässt, ja, weil die wurde ihm dann als falsche Verdächtigung ausgelegt, weil er ja behauptete, der Polizeibeamte hätte 10 € genommen. Ja? Also die Dienstaufsichtsbeschwerde ist das einzige Rechtsmittel und die Rechtsform, die man nutzen kann. Nein, wenn es um das Verhalten eines Polizeibeamten zum Beispiel geht, das jetzt nicht in die Strafprozessordnung reinfällt. Ja? Wenn ein Polizeibeamter zum Beispiel Dinge bei Ihnen beschlagnahmt, obwohl es gar keinen Durchsuchungsbeschluss gibt oder ähnliches, dann können Sie natürlich strafprozessual ein Verwertungsverbot geltend machen. Ja? Andere Fälle sind dann eher so nicht Thema der Strafprozessordnung. Zum Beispiel, wenn bei Ihnen, da kommen wir gleich zu, durchsucht wird und es wird Ihnen dann untersagt, zum Beispiel während der Durchsuchung einen Anwalt anzurufen, aufs Klo zu gehen oder vielleicht möglicherweise sogar wegzugehen, weil Sie das Elend da nicht ertragen. Ja? Sondern heißt es, setzen Sie sich auf das Sofa und halten Sie die Klappe, sonst kriegen Sie Handschellen angelegt. Ja? Das wäre in der Regel rechtswidrig. Nur da können Sie kein Verwertungsverbot für Ihr Strafverfahren daraus herleiten, aber natürlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Beamten machen. Ja? Komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Also, die Hausdurchsuchung müssen Sie wissen, aber weiß ja, glaube ich, auch fast jeder, wichtig ist in der Regel, dass eine richterliche Durchsuchung vorliegt, das ist ungefähr bei 90, richterliche Anordnung vorliegt, das ist ungefähr bei 90% der Hausdurchsuchungen der Fall. Ja? Es gibt, in der Regel können Sie davon ausgehen, fast immer eine richterliche Anordnung. Was anderes sind die Fälle der Gefahr im Verzuge, da kann durchaus auch mal die Staatsanwaltschaft das anordnen, in ganz krassen Fällen, aber wir reden dann über Mordfälle oder ähnliches, auch die Polizei selber. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ja hier letztendlich zu der Einladung geführt hat. Überraschenderweise ist es nämlich so, bei wem darf denn durchsucht werden? Und das ist natürlich klar, dass bei einem Beschuldigten, der also einer Straftat bezichtigt wird, durchsucht werden darf. Das ist im Gesetz 102 StPO eben so geregelt. Durchsucht werden darf bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat verdächtig ist, bei dem darf durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen wird. Ja? Da brauchen Sie nur eine Vermutung zum Auffinden von Beweismitteln. Und was viele nicht wissen, und ich denke, das hat auch die Zwiebelfreunde und so etwas überrascht, dass eben nicht nur bei Beschuldigten durchsucht werden kann, sondern auch bei Zeugen, ne? Oder bei Dritten im Sinne des Gesetzes. Und da steht dann allerdings drin, und das ist wirklich die einzige Einschränkung für eine Hausdurchsuchung bei Dritten, die ist nur dann zulässig,
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Personenspur oder Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. Wichtigster Unterpunkt ist natürlich die Spur oder die Sache. Ja, also wenn es um zum Beispiel ein Päckchen geht oder halt um irgendwelche Computer, auf denen Logfiles drauf sind, ja, um das Thema jetzt nochmal aufzugreifen. So, Sie sehen. Eine Frage dazu. Ja. Wenn Sie sagen Tatsache, ist also wenn es jetzt sagen wir mal beispielsweise um Drogen geht, ist das alleine, sind die Drogen schon Tatsache genug, dass man sagt, bei jedem Verwandten könnte ja was versteckt sein? Oder ja. Der Laden genauso bei jedem Verwandten könnte ja eine Festplatte sein, oder muss es ein konkretes Indiz auf die Person geben? Also wir halten fest, es gibt nach dem Gesetz nur einen Punkt, nämlich das, was ich Ihnen gerade schon mal weggedrückt habe hier. Einmal die Tatsachen und bei dem Beschuldigten selber nur die Vermutung. Und Ihre Frage zielt genau in die richtige Richtung. Während sozusagen der Anfangsverdacht bei einem Beschuldigten im Prinzip, den kann man relativ einfach an den Haaren herbeiziehen, ist das mit den Tatsachen bei einer Durchsuchung beim Dritten natürlich etwas weiter. Ja, da brauchen Sie eben Tatsachen. Was sind dann Tatsachen? Ich kann dazu auch nur allgemein sagen, was die Rechtsprechung sagt, auf jeden Fall nicht nur die berühmte kriminalistische Erfahrung. Ja, nicht nur Spekulation, ja, Der X ist Polizei bekannt, weil er mit 14 Jahren schon mal schwarz gefahren ist und mit 17 in eine kleine Körperverletzung verwickelt war, spricht heute vieles dafür, dass er ja auch irgendwie Mitglieder einer kriminellen Vereinigung bei sich beherbergt oder sowas. Also Tatsachen, aber dieser Rechtsbegriff ist, wie wir sagen, natürlich auslegungsbedürftig und da können Sie alles drunter fassen. Wieder das Beispiel der Zwiebelfreunde, das ja ganz krass ist in der Richtung, gerade diese Torgeschichten. Im Prinzip weiß man, dass man nichts finden wird, aber man sagt, na gut, es reicht schon aus. Ja? Also Sie kommen da mit der Strafprozessordnung in der Regel nicht so wahnsinnig weiter. Ich habe es hier aufgeschrieben, Durchsuchungen bei Dritten, wir haben ja diesen aktuellen Fall gehabt, die nehmen halt auch deswegen zu, weil die, wenn wir jetzt wieder aufs Internet kommen, weil die normale Vernetzung zwischen den Menschen dann sozusagen schon als Tatsachen gewertet wird. Ja, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Fälle, wo dann durchsucht worden ist, weil jemand mit einem anderen auf Facebook befreundet gewesen ist. Ja, der hatte zum Glück nur 13 Freunde, ja, sonst hätten die viel durchsuchen müssen, ja. Also wenn sie dann 1726 Freunde gehabt hätten, da hätte man sich wahrscheinlich schon wieder überlegt, kann das denn richtig sein? Aber bei 13 Freunden ist dann tatsächlich durchsucht worden, weil die sich auf Facebook kannten. Ja? Bitte. Muss man dann auch alle 3517 Freunde durchsuchen oder kann man dann nur 5 aussuchen und dahin gehen? Ja, das müsst ihr den Staatsanwalt fragen. Ich würde sagen, sie dürfen sich überhaupt niemand aussuchen, aber... Ich sag's ja, wenn der Typ jetzt 3000 Freunde gehabt hätte, hätte jeder Staatsanwalt natürlich sofort gesagt, kann ja nicht richtig sein, was ich hier anordne. Aber da war das so, nach dem Motto, ach, die haben ja miteinander geredet und irgendwo muss die Hehlerware ja gelagert werden. Ne? Dann gucken wir uns mal die 13 Kumpels an, die er hatte. Ne? Der eine war aber kein Kumpel, das war der Diakon seiner Kirchengemeinde. Hat die Polizei irgendwie so nicht gerafft, dass das jetzt auch zur Kirchengemeinde gehört. Gab dann so ein gewisses Aufsehen natürlich, dass die Kirchengemeinde durchsucht worden ist. Ne? Kam also nicht so gut an insgesamt. Aber es wurde auch bei keinem der 13 was gefunden. Ja, ja bitte. Was ist, wenn Person X Wir nehmen an, eine Person X ruft bei der Polizei an und sagt, ich habe Person Y bei einer Straftat beobachtet. Die Polizei Y hält die Person Y an und durchsucht sein Auto. Ist das rechtens? Aufgrund nur dieser Zeugenaussage, die da bei der Polizei getätigt wurde? Ja, es kommt halt darauf an, ob ein Anfangsverdacht angenommen werden kann oder nicht. In der Regel sagt man lediglich anonyme Anzeigen, ja, die keinen vernünftigen Sachverhalt mit sich bringen. Also das Beispiel der neue Nachbar da in der dritten Etage, das ist ein Kinderschänder. Ja, das kann gar nicht anders sein. Solche Sachen gibt's, ja, glauben Sie gar nicht. Ja, oder der X, der mit den langen Haaren, der verkauft doch garantiert Drogen. Ja, wir haben zwar noch nichts gesehen, aber schon der Umstand, dass der nie zu Hause ist, zeigt ja, dass er sich immer irgendwo rumtreibt und Drogen verkauft. Ne? Das ist immer eine Abwägungsfrage, wie man anonymen Anzeigen oder nicht substanziierten Anzeigen nachgeht. In der Regel, um die Ermittlungsbehörden ein bisschen in Schutz zu nehmen, schon aus Eigenschutz, gehen die
den absurdesten Geschichten häufig nicht nach. Ja? Das Risiko, in so ein Fadenkreuz zu gelangen, ist eigentlich eher ein anderes. Da will ich Ihnen auch mal ein Beispiel aus Köln sagen. Das ist jetzt wieder das Männerwohnheim, von dem ich Ihnen vorhin berichtet habe. Also, da gibt es irgendwo ein Männerwohnheim. So, mein Mandant, der wohnt aber 3 Häuser weiter, ganz bürgerliche Existenz und so weiter. Und da hat jemand, der an dieser Haltestelle bei dem Männerwohnheim sich ständig aufhält, angeblich gesehen, wie ein gewisser, ich nenne ihn jetzt mal Wladimir, ja, um den richtigen Namen nicht zu sagen, ein gewisser Wladimir da Drogen verkauft, ja, hat das der Polizei gemeldet, ja. Und was passiert dann? Also der Wladimir soll aber im Männerwohnheim wohnen. Die Polizei stellt aber fest, im Männerwohnheim wohnt keiner, aber der Polizeibeamte in einem blitzgescheiten Anfall sagt sich, ja, vielleicht hat sich dieser Zeuge ja auch vertan, guck ich mal, wie viele Wladimirs hier auf der Straße wohnen, ja, und stellt dann fest, es gibt ja hier nur einen Wladimir in der Gegend, ne, und dann steht dann drin, es wurde zweifelsfrei festgestellt, dass mit dem Wladimir der Herr sowieso gemeint sein muss, ja, kam dann zu einer Hausdurchsuchung, dummerweise wurden bei den Mandanten dann auch Drogen festgestellt, ja, das war das Problem, aber die hat er nur für den Eigenanbau gehabt, der hat nur so eine kleine Plantage gehabt, ne, aber und der andere Zeuge hat dann auch hintenrum sozusagen bestätigt, der war es nicht, ja, nachdem, aber dummerweise kam die Polizei dann erst auf die Idee, dem Zeugen Bilder vorzulegen, nachdem bei meinem Mandanten schon durchsucht worden ist, ja. Ich habe mir gedacht, das hätte man vielleicht ja auch vorher machen können und dann zu gucken, ob der Zeuge dann vielleicht den auch wiedererkennt, ne. Aber dass der natürlich selber was zu Hause hatte, das war natürlich ein blöder Zufall, ne. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Zufall war. Genau weiß ich natürlich auch nicht. Kommen wir mal zu den Einzelheiten der Hausdurchsuchung. Ich kann Sie nur um eines bitten, wenn Sie morgens um 6.30 Uhr bei Ihnen an der Haustür klingelt und 5 Polizeibeamte begehren Einlass mit einem Durchsuchungsbefehl, den die Ihnen so vor der Nase rumwedeln, sondern wir kommen erst mal rein, dann können Sie sich das in Ruhe durchlesen. Regen Sie sich nicht auf. Und egal, wie absurd Ihnen diese ganze Geschichte erscheint und wie krude das ist und wie unverständlich das alles für Sie ist, oder weil Sie eben im Keller 5 Leichen deponiert haben, wehren Sie sich nicht gegen die Durchsuchungsaktion. Ja, wir haben mittlerweile, auch wieder der Gesetzgebung sei Dank, eine erhebliche Strafdrohung für tätliche Angriffe. Das Gesetz auf Vollstreckungsbeamte, das Gesetz ist da verschärft worden und zwar sozusagen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Rechtsanwälte. Denn für einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, also wenn Sie mit denen rangeln, ja, also so nach dem Motto, der will bei Ihnen in die Wohnung und Sie schubsen den zurück, ja, sagen, du kommst hier nicht rein, ja, ich rufe erst meinen Anwalt an, ist das ein tätlicher Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten. Und das bringt eine Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten. Das heißt, Sie können dafür keine Geldstrafe mehr bekommen nach der heutigen Rechtslage. Was natürlich für Menschen, die seltener mit dem Gesetz in Konflikt geraten, doch schon etwas unerfreulich ist, wenn man plötzlich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Wobei ich natürlich tröstend sagen muss, die wird dann, wenn sie ansonsten unbescholten sind, sicherlich zur Bewährung ausgesetzt. Aber ich möchte sie schon als Bürger sozusagen eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten einhalten. Also Sie müssen auch immer dran denken, dieses Gesetz ist ja nicht deswegen gemacht worden, um jetzt Polizeibeamte irgendwie praktisch zu schützen, sondern das Gesetz ist gemacht worden, das kann ich Ihnen sagen, um den psychologischen Effekt auszunutzen, nämlich um dafür zu sorgen, dass Menschen, bei denen durchsucht wird, ja, sich überhaupt nicht beschweren. Ja, das heißt also, Sie haben bei Durchsuchungen häufig mal den Fall, das gibt's auch, dass Polizeibeamte etwas rabiater sind. Ja, da sind sie schneller in Handschellen, als sie sich's ausdenken. Und diese Strafdrohung soll natürlich dazu führen, das ist zumindest meine bescheidene private Meinungsäußerung, die vom Grundgesetz gedeckt ist, hoffentlich, die soll nur dazu führen, den Bürger sozusagen dahingehend zu disziplinieren, dass er
partout auf keinen Fall solche Verfehlungen von Polizeibeamten anzeigt. Also Stichwort Dienstaufsichtsbeschwerde. Ja? Die haben sie da rüde reingeschubst, die haben ihnen Handschellen angelegt, sie nicht aufs Klo gehen lassen und so weiter. Und einer hat ihnen sogar noch vielleicht einen kleinen Knuff in den Brustbereich gegeben, so nach dem Motto, weg da oder sowas. Der Zweck ist ganz einfach, sie sollen als Bürger Angst haben, dass sie 3 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen, wenn sie diese Sache sozusagen berichten. Weil sie wissen ja, wie die Dynamik ist, oder sie können sie sich ja vorstellen, wenn sie dann zur Staatsanwaltschaft mit ihrem Anwalt gehen und sagen, oh, ich bin da aber falsch behandelt worden und das war alles nicht so in Ordnung und der eine Polizist hat mich sogar leicht verletzt, dann können sie davon ausgehen, was innerhalb von 48 Stunden da ist, ein Bericht von den 5 Polizeibeamten, dass überhaupt nichts vorgefallen ist, aber dass die alle jetzt Strafanzeige gegen sie erstatten, weil sie ja, ne, die geschlagen haben oder sonst etwas gemacht haben. Ja? Wie so häufig liegt die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte, aber das ist natürlich ein ganz klarer, diese 3 exorbitanten 3 Monate für Widerstand, ja, ist ja eine psychologisch schwierige Situation, ist ein ganz klarer Disziplinierungsversuch, den ich also im Prinzip auch für rechtswidrig halte. Das ist einfach, für mich ist das ein Instrument der Einschüchterung. Ja? Da können Sie als Bürger dann nicht mehr sagen, oh, ich bin da aber hart angegangen worden, ich halte das für rechtswidrig, weil Sie Schiss haben müssen, dass hintenrum sofort auf Ihre Anzeige die Retourkutsche kommt und Sie müssen dafür 3 Monate ins Gefängnis. Der Beamte lacht im Zweifel darüber. Ne? Also es gibt eine klare Tendenz dann auch, aus einem einfachen Widerstand einen tätlichen Angriff zu machen. Das ist jetzt meine aktuelle Erfahrung mit den Fällen. Es wird dann fast immer jetzt in den Anzeigen, wo Sie früher nur von Widerstand geredet haben, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Abwehrbewegung, da hat sich jemand dem Griff entzogen, ja, und dann heißt es dann immer, ja, da ist die Faust irgendwie ein bisschen weggekommen, als er sich so einer Handfesselung oder so entziehen wollte, und das wäre ja wohl ein tätlicher Angriff, Mindeststrafe 3 Monate. Was auch in die Richtung geht, es gibt jetzt bei den Staatsanwaltschaften Sonderdezernate, die beschäftigen sich nur mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ja. Ich weiß noch nicht, was das werden soll. Ich habe neulich bei so einem Sonderdezernat eine Einstellung bekommen, aber ich gehe davon aus, dass die natürlich die klare politische Ansage haben, bitte nicht so viel einstellen, sondern lieber mal durchgreifen, ja, um sozusagen dem Rechtsempfinden, wie es der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, dem Rechtsbefinden der Bevölkerung wieder etwas Nachdruck zu verhalten. Bei dem Widerstand ist es so, Ihr Rechtsempfinden fordert das immer, diese strenge Bestrafung, so lange, wie Sie Ihre erste Hausdurchsuchung haben und das mal selber erleben. Und dann sind Sie nämlich am Ende dann froh, dass Sie nichts gemacht haben, obwohl Sie sich kaum beherrschen konnten. Ja, ich habe das ja mitunter auch, dass ich zu Hausdurchsuchungen komme. Wir Anwälte sind da nicht besonders gern gesehen. Aber da muss man also sagen, das eskaliert dann teilweise auch. Ja, wenn Sie dann als Anwalt versuchen, ganz höflich darauf hinzuweisen, dass ja hier auch Rechte im Raum stehen und dass die eingehalten werden müssen und ähnliche Dinge, da geht das dann schon mitunter ganz verbal heftig zur Sache. Ja, also ich bin zwar tätlich noch nicht angegangen worden, aber ich bin bei einer Razzia in einer Pizzeria, die ich dann als Anwalt betreten habe, mit einem, weiß ich nicht, was weiß ich, Geschäftspartner verwechselt worden und dann von dem GSG 9 da, der Bundespolizei, die Schwarzarbeit begrenzt, die standen mit Maschinenpistolen da, die haben mich dann auch erstmal auf den Boden geschmissen. Ne? Glücklicherweise war hinten im Hinterzimmer, da war ein Staatsanwalt beteiligt, der kannte mich und sagte, den Herrn könnten Sie mal bitte wieder aufhelfen, das war jetzt, glaube ich, doch nicht nötig. Ne? Ja, bitte. Eine Frage, Test, wegen der Hausdurchsuchung und dem Durchsuchungsbeschluss, der Befehl. Hat man denn die Möglichkeit, ich sag mal, wenn sie dann halt morgens klingeln und einem irgendeinen Zettel vor den Spion wedeln, und dann gehe ich mal davon aus, sobald ich dann so dusselig bin, die Tür aufzumachen, das heißt dusselig, aber so kooperativ bin, die Tür aufzumachen, dass sie sofort reinstürmen. Habe ich aber dann, doch müsste ich aber doch eigentlich die Möglichkeit haben, mich erstmal von der Rechtmäßigkeit des Dokuments zu überzeugen und sei es, dass ich sage, ja, okay, geben Sie mir es, ich lese mir das durch. Wenn ich feststelle, das ist in Ordnung, dürfen Sie ja auch gerne reinkommen, aber nicht in dem Zug. Weil ich hatte eine ähnliche Situation durch einen Freund, der bei mir zu Besuch war, und plötzlich standen sie bei mir im Zimmer. So, ich denke, ja, Wohngemeinschaft. Ja, also, aber der war auch nur, einfach nur zu Besuch und war halt draußen, hat Scheiße gebaut, kein Ausweis, der lag bei mir. Jedenfalls standen sie bei mir im Zimmer, aber ich denke, ey, also habe ich die Möglichkeit zu sagen, nee, erstmal lese ich mir das in Ruhe durch, bis dahin kommt hier keiner rein und wenn jemand dann trotzdem reingeht, habe ich auch das Recht, in die Tür vom Kopf zu hauen. Ja? Bis zum letzten Punkt ist alles durchaus... Der letzte Punkt spricht jetzt ein bisschen dafür, dass Sie mir jetzt in den letzten 10 Minuten nicht zugehört haben. Ja, sag mal, das ist ja für mich nicht klar, dass das Anliegen legitim ist.
ich habe es vorhin ja deutlich gesagt, widersetzen sich der ganzen Geschichte nicht, es bringt nichts. Aber was Sie natürlich schon machen können, dass Sie sagen, ich würde mir das gerne mal durchlesen. Bei BTM-Geschichten oder sowas wird das natürlich immer dadurch gekontert, so nach dem Motto, da ja nicht, dass wir uns jetzt die Drogen erstmal ins Klo spülen. Oder bei Internetdelikten, ja, dann schalten Sie Ihre Rechner ab und die sind ja voll verschlüsselt. Ne? Also das, ja, Rechner ins Klo, genau. Also, wie gesagt, meine Meinung ist, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es häufig auch hinaus. Man kann da kommen wir gleich zu, auch eine relativ konstruktive Basis finden. Ich will das auch gar nicht schlecht malen. Es gibt auch unglaublich viele Polizeibeamte, die selber keinen Bock auf diese täglichen Hausdurchsuchungsgeschichten haben. Ja, das merken sie dann daran, dass von drei Computern nur einer mitgenommen wird, obwohl die anderen da stehen. Oder die USB-Sticks in der Schreibtischschublade da nicht mitgenommen werden, weil es dann heißt, ja, die sind ja sowieso alt, haben wir kein Interesse dran. Also, ich würde mich eher ein bisschen bedeckt halten und dann darauf hoffen, das ist wieder so eine Routineangelegenheit und die finden ja sowieso nichts bei Ihnen, aber selbst wenn Sie sich nicht anstrengen, werden Sie ja sowieso nichts finden, was Sie nicht finden können. Also, ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine. Zeitpunkt der Durchsuchung nur ganz kurz. Wie gesagt, das passiert immer morgens. Das hat nichts mit dieser komischen gesetzlichen Regelung zu tun, dass bei uns die Nachtzeit im Sommer um 4 Uhr morgens endet. Ja, das war noch, als wir alle die Heuernte eingefahren haben, relevant. Aber das richtet sich nach den Schichtplänen der Polizei. Gehen Sie davon aus, richterlich angeordnete Durchsuchungen finden immer morgens zwischen 6 und 7 Uhr statt, weil die Beamten in der Regel um 6 Uhr Schichtwechsel haben oder um 6.15 Uhr oder sowas. Dann sind die bis spätestens 7 Uhr bei Ihnen. Längere Anfahrt 7.30 Uhr. Wenn es morgens 7.41 Uhr wird, dann können Sie davon ausgehen, wenn Sie Schwerverbrecher sind, heute wird wieder mal nichts passieren. Heute ist ein guter Tag. Ja, bitte. 5.30 Uhr kommen wir gut an. Dazu, ja. Was ist, wenn man jetzt wirklich nicht zu Hause ist? Kann dann das dann trotzdem von Seiten der Polizei dann negativ ausgelegt werden? Man hat extra nicht aufgemacht oder so? Ja, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn es jetzt um eine kleine Sache geht, kommt die Polizei vielleicht wieder und hofft, dass sie es nicht mitbekommen. Ja? Oder sie holt einen Schlüsseldienst. Ja, die Kölner Schlüsseldienste, 15% des Grundumsatzes bei denen ist Arbeit für die Polizei. Ne? Die machen ja den ganzen Tag Haustüren auf. Bitte. Wenn der Schlüsseldienst gerufen wird, ja, und die Polizei plötzlich vor mir steht und ich sage, ja, ich habe die Klingel nicht gehört, wird mir das dann negativ ausgelegt oder wie sieht das aus? Ja, also ich würde mal sagen, das hat für den Tatverdacht oder die spätere Strafe, die Sie zu erwarten haben, sicherlich überhaupt keine Bedeutung. Ja? Das ist immer so eine Klimageschichte. Ja? Wenn die sich natürlich verarscht fühlen, dann treten die vielleicht etwas rabiater auf, als wenn sie das Gefühl haben, sie kommunizieren zumindest mit denen auf einer vernünftigen menschlichen Ebene. Ja? Nur es gibt halt immer wieder Missverständnisse. Ja? Also ich hatte jetzt neulich den Fall, wo eine Hausdurchsuchung für die Suidbertusstraße 5a angeordnet worden ist, ja. Aber das mit dem A ist natürlich auch ziemlich schwierig, ne? Und dann bei meiner Mandantin, die in der Suidbertusstraße 5 wohnt, dann eine riesen Razzia stattgefunden hat, ja. Also auch so ein bisschen so nach dem Motto, Fragen können wir Ihnen später beantworten, wir müssen jetzt erstmal Ihre Wohnung durchsuchen. Ne? Und dann waren die da schon eine halbe Stunde dran, weil sie musste sich halt auch aufs Sofa setzen, durfte erstmal nicht mit mir telefonieren, erst als sie dann Stress gemacht hat. Dann habe ich gesagt, ja, wir kennen uns doch aus irgendeiner anderen Sache, da war doch irgendwie so eine völlig harmlose Geschichte, wieso kommen die denn bei Ihnen da wegen Betäubungsmitteln und so, sind doch gar nicht der Typ dafür, sagt die zu mir, ich weiß es auch nicht. Und dann sagen, geben Sie mal den Polizeibeamten, dann haben wir dazu gesagt, was haben Sie denn da für einen Beschluss? Ja? Und dann sagte der zu mir, ja, wir haben hier einen Beschluss gegen Frau Müller, Suidbertusstraße 5a. Und dann war Schweigen in der Leitung. Dann sagt er, genau. So. Und damit war mein Einsatz dann sozusagen beendet. Ne? Also juristische Tätigkeit war relativ kurz. Dann sind die abgezogen. Und da kam aber witzigerweise, das ist auch nicht so häufig, dann tatsächlich auch ein Entschuldigungsschreiben, ja, von der Polizei. Unaufgefordert, ja. In meiner Wohnung ist der Sicherungskasten direkt neben der Tür. Ja. Wie doof wäre es jetzt von mir, wenn die
Bullen davor stehen und mit einem Bescheid wedeln, auf den großen Schalter zu drücken. Also kann man mir da irgendwie strafrechtlich noch mehr draus drehen, als eh schon anliegt? Oder? Also wenn es um schwere Straftaten geht und Sie sowas machen, dann können Sie natürlich möglicherweise den Haftgrund der Verdunklungsgefahr herbeiführen. Ja? Also denken Sie an den Audi-Chef Stadler, ja? Der ist nur in Untersuchungshaft jetzt, weil er angeblich irgendwelche Zeugen beeinflusst haben soll. Ja? Und wenn Sie natürlich den Strom abstellen, obwohl die Polizei schon mit der Durchsuchung begonnen hat oder das gleich tun wird, kann man natürlich sagen, dann werden Sie das vielleicht künftig auch wieder machen. Klar, wenn es um eine Kleinigkeit geht, kommen Sie dafür nicht in U-Haft. Aber es kann natürlich möglich sein. Ja? Ich drücke einfach auf die Testtaste und mache es nach wieder an. Ja. Ups, ich wollte die Tür öffnen mit Abdruck. Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir. Hier sind noch Fragen. Bitte. Kleine Frage. Also bei mir sieht es so aus, dass ich allein wohne. Ja. Und Sie haben auch gesagt, dass irgendeine Form von Widerstand strafbar ist. Also was geht dann wie vom Widerstand? Also wenn ich versuche, also den Durchsuchung zu verlängern. Oder wenn ich sage, nein, Sie dürfen nicht suchen, bis was für eine Zeuge dabei ist oder bis mein Anwalt kommt. Geht das auch oder geht's nicht? Ja, manchmal ist das so, dass Sie dann sagen, ja, wenn Sie einen Anwalt holen wollen, dann warten wir halt, ja. Ist ja bezahlte Arbeitszeit, ja. Kochen Sie dann Kaffee oder sowas und dann hoffen wir, dass der Anwalt schnell kommen kann. Sonst müssen Sie eine Pizza spendieren mittags. Nein, so lange warten die nicht, aber es kommt schon durchaus vor, gerade in Wirtschaftsstrafsachen oder so, da sind die drauf vorbereitet, ja. Also komischerweise hat man fast das Gefühl irgendwie, die haben den Terminkalender, also ich habe manchmal so ein, zwei Mal im Jahr das Gefühl, die haben meinen Terminkalender irgendwie ausgespäht, um zu sehen, wo ich meine Lücke habe, damit sie bei meinem Mandanten, der da irgendwo im Vorstand von irgendwas sitzt, durchsuchen können und ich wahrscheinlich dazukommen kann. Ne? Weil das natürlich für die dann auch teilweise sicherer ist, wenn der Anwalt dabei ist. Ja? Aber wir reden jetzt natürlich über Fälle, die nicht so eine alltägliche Dimension haben. Lassen Sie mich kurz jetzt hier nochmal aufgreifen, Ihre Mitwirkungspflichten. Also die Beamten haben Ihnen den Durchsuchungsbeschluss gezeigt, haben Einlass bei Ihnen begehrt und sagen dann natürlich, ja, können Sie uns denn da ein bisschen helfen? Ja, wir suchen, einen Internet-Chat mit beleidigendem Inhalt. Sagt Ihnen das irgendwas? Oder wo haben Sie denn das Gras versteckt oder solche Dinge, ja? Da müssen Sie wissen, wenn Sie gefragt werden, überlegen Sie sehr sorgfältig, wie Sie antworten, denn auch wenn ich natürlich immer sage, Schweigen ist Gold und Sie müssen nichts sagen, Sie haben natürlich in dieser Situation die Möglichkeit, vielleicht, hoffentlich, die Hausdurchsuchung abzuwenden, ja, indem Sie den Beamten das geben, was die suchen. Ja. Aber das geht natürlich nur dann, wenn im Durchsuchungsbeschluss konkrete Dinge beschrieben sind. Das ist häufig nicht der Fall. Da wird dann nur geschrieben, ist es sowieso verdächtig, es sollen beschlagnahmt werden Computer, Hardware, Software, keine Ahnung was, ne? Drucker, Plotter, Flachbildfernseher, alles mitnehmen, was ein Speicher haben könnte. Ja? Wenn aber im Durchsuchungsbeschluss eben zum Beispiel etwas drinsteht, zum Beispiel Steuerunterlagen aus den Jahren 2011 bis 2015 hinsichtlich des Objekts in der Schweiz, keine Ahnung was, oder bezüglich, praktischeres Beispiel, bezüglich des Schließfaches bei der Credit Suisse mit der Nummer sowieso, ja, wo dann festgestellt werden kann, ob das Ihnen gehört. Wenn die natürlich nur das suchen, dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ja, liebe Leute, bevor ihr mir jetzt hier die Bude auf den Kopf stellt, hier ist der Ordner mit den Unterlagen der Credit Suisse zu diesem Schließfach. Dann muss die Polizei theoretisch, praktisch vielleicht auch, gehen. Das ist die sogenannte Abwendungsbefugnis. Ja, ja. Was, wenn ich das Schließfach nicht habe? Ja, dann können Sie die natürlich nicht rausgeben. Ja. Aber ich rede jetzt von dem Fall, dass Sie wirklich so ein Schließfach haben und dann verhindern wollen, dass Sie in Ihre Villa auf den Kopf stellen. Ja? Die denn sagen, was die wollen? Also so steht, okay. Da muss ja im Durchsuchungsbeschluss eigentlich drinstehen. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt eher so eine akademische Anmerkung, weil die Durchsuchungsbeschlüsse mittlerweile Massenware sind. Das wird mit Textbausteinen produziert. Und das ist ja das Erste, was uns Anwälten auffällt. Da steht ja überhaupt nicht drin, wonach gesucht werden soll. Ja? Aber das sind so formaljuristische Punkte, die können wir jetzt im Einzelnen nicht so diskutieren, sonst kommen wir jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber... Zwei Fragen noch mal schnell dazu.
Ja, zu dem Slide vorher eigentlich schon. Aber ja. Und zwar zum einen die Situation, dass man alleine ist dabei und ja wahrscheinlich auch kein Anspruch ist, dass die alle warten, bis dann der Anwalt vielleicht nach zwei Stunden mal kommt, was ja verständlich wäre. Hat man das Recht, die Situation zu filmen in irgendeiner Form grundsätzlich? Oder darf man Beamte im Dienst filmen, das vielleicht sogar auch allgemeiner formuliert, wenn man glaubt, da läuft irgendwas schief und man will das irgendwie dokumentieren? Also juristische Meinung dürfen sie, weil das ja Polizisten sind, die müssen ihren Kopf ja für den Staat sozusagen hinhalten. Anderer Meinung, alle Polizeibeamte Deutschlands, ja? Und da wird Ihnen wenig helfen, wenn Sie dann mit einem juristischen Fachaufsatz den kurz noch auf Ihrem Handy googeln und dem zeigen, ja, Polizisten dürfen gefilmt werden. Wenn der in der Situation sagt, will ich nicht, ja, dann sind Sie, Stichwort Widerstand, natürlich in der schwächeren Position. Ich würde es mal so formulieren. Ja. Also das ist einfach, das ist wieder dieses strukturelle Ungleichgewicht. Sie haben dann in der konkreten Situation nichts, wie Sie das durchsetzen können. Aber zweite Frage, spielt das Eigentum der Dinge irgendeine Rolle? Also zum Beispiel, ob jetzt ein Rechner meinem Arbeitgeber gehört? Das ist eine gute Frage, die kann ich relativ kurz beantworten. Das Eigentum spielt keine Rolle, es geht immer um den Besitz. Okay. Wenn also bei einer Hausdurchsuchung Sie im Besitz eines Rechners sind, dann ist der erstmal Gegenstand dieser Durchsuchung und kann auch beschlagnahmt werden als Beweismittel. Typischer Fall ist immer Laptops von Lebenspartnern. Ja? Da haben Sie in der Wohnung stehen 7 Laptops, jeder hat ein eigenes Schlafzimmer, da 3, da 4. Und dann sollen die alle mitgenommen werden. Ja? Ich hatte den Fall neulich in Düsseldorf. Das ist natürlich hakelig, ja, weil dann, wenn man da glaubwürdig darlegen kann, sozusagen, die gehören mir und die sind auch in meinem Zimmer, in meinem Besitz, ja, also auch bei Lebenspartnerschaften, bei Wohngemeinschaften ist es ja noch dramatischer. Da war das dann nämlich auch ziemlich heikel, weil die Frau sozusagen, die da nicht davon betroffen war von der Durchsuchung, das ist auch nur eine relativ bekannte Journalistin, ja, die hat natürlich sofort die Hände über den Kopf, Sie können nicht meinen Laptop mitnehmen, ja, ich komme in Teufels Küche, Stichwort Informantenschutz und so weiter. Die Polizei hat den Laptop mitgenommen, aber der Staatsanwalt, den ich dann um 9.30 Uhr oder so erreicht habe, hat ihn wieder zurückgegeben. Ne? Okay, ich will mal ganz kurz, nicht, dass wir heute Nacht um 23 Uhr noch hier sitzen. Ist, glaube ich, auch noch wichtig. Wie ist das mit der Identifikation von Trickbetrügern in Uniform? Dass, wenn man die reingelassen hat, dann kann es auch anstrengend werden, würde ich sagen. Ja, aber die Trickbetrüger, die machen das ja eher so nach dieser Enkeltrickmethode. Ne? Sie müssen uns, also die können einen auch einen Zettel hinhalten. Also was Ihnen natürlich freisteht, gucken Sie sich mal, Sie können das googeln, wie Originaldienstausweise aussehen, ja, auch wie diese Polizeimarken aussehen. Weiß ich ja in der Aufregung gar nicht. Wie bitte? Das kann ich doch gar nicht wissen, wenn ich kein Profi bin. Wenn mir noch nie einer gezeigt hat. Das sind so praktische Themen, da kann ich Ihnen auch keine Lösung dafür bieten. Wenn Sie da wirklich dann auf falsche Polizisten reinfallen, die bei Ihnen eine Hausdurchsuchung machen, rufen Sie mich bitte an. Das können wir groß rausbringen, diese Story. Ja. Habe ich so noch nicht gehört, aber halte ich nicht für ausgeschlossen. Also was Sie nicht rausgeben müssen, vielleicht nur selbstverständlich, aber bitte merken Sie sich Passwörter. Geht nicht, müssen Sie nicht. Ja? Das heißt, Sie können Ihr Notebook mitnehmen, Ihr Tablet und was auch immer Sie haben, Ihre Router und so weiter. Aber Sie müssen eben keine Passwörter herausgeben. Nach deutscher Rechtslage ist es komischerweise immer noch so, Sie müssen keine Passwörter offenbaren. Das heißt, wenn Sie ein voll verschlüsseltes Notebook überreichen, sparen Sie sich dann das viel Spaß damit, sondern sagen Sie einfach, hier ist mein Notebook. Da kommt garantiert die Frage, wenn Sie in dem Alter sind, wie das meisten aus dem Publikum, garantiert die Frage, das ist doch verschlüsselt, oder? Dann, ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich möchte mich ja dazu nicht äußern. Ja, aber die Passwörter könnten Sie uns doch kurz aufschreiben. Ne? Da müssen Sie dann wissen, Sie belasten sich nicht selbst dadurch, indem Sie keine Passwörter herausgeben. Das kann nicht zu Ihrem Nachteil verwendet werden. Sie müssen keine Türen und Schränke öffnen. Sie müssen auch für die Beamten keine Papiere ordnen, obwohl das manchmal sinnvoll sein kann. Ja, also die können Sie sagen, das ist die private Erotiksammlung, die da ist nichts drin. Ne? Dann gucken die sich das so durch und Und Ihre Frau, Freundin, wer auch immer, steht daneben und sagt, das wusste ich ja gar nicht, dass es hier diesen Wandschrank gibt, alles schon erlebt. Ne?
Also ich habe auch für Mandanten schon die private Erotiksammlung dann, bevor die Freundin nach Hause gekommen ist, in meinen Kofferraum reingestellt. Aber mit dem Segen der Polizei, ja, die fanden das auch total witzig. Wir müssen den Mann irgendwie retten. Das gibt tierisch Ärger, wenn der Karton hier weiter rumsteht. Ne? Aber das sind natürlich so die Highlights. Aber Sie müssen Papiere für Sie da nicht ordnen. Sie können es aber natürlich, wenn Sie wollen. Und Sie müssen Papiere auch nicht erläutern. Also ich würde Ihnen raten, im Zweifel, wenn Sie unsicher sind, wo das hinläuft, ja, dann machen Sie eher nichts. Dann sagen Sie dem Polizeimann, passen auf, ich mache von meinem Recht Gebrauch, mich nicht zur Sache zu äußern. Das ist mein gutes Recht, seien Sie mir nicht böse. Ich möchte jetzt auch keine großen Diskussionen mit Ihnen führen. Packen Sie halt alles ein, was Sie wollen. Dann muss ich mich bzw. meinem Anwalt halt drum kümmern, was ich wann, wie schnell wiederbekomme. Also im Zweifel eher nichts machen. So, war mal Frage, bitte. Ja, bitte, der Herr hier. Im Falle dessen, dass zum Beispiel ein Laptop oder ein Mobiltelefon einen Fingerabdrucksensor hat, wie ist das damit? Man ist zwar nicht zur Ausgabe des Passworts verpflichtet, aber wie sieht das damit aus? Also der interessanteste neue Aspekt ist ja, das habe ich jetzt bei meinem Handy wieder deaktiviert. Da ist jetzt mit dem Android-Update ist da diese Gesichtserkennung eingeführt worden. Fand ich erst total faszinierend, bis mir klar geworden ist, das heißt, wenn die irgendwann dein Handy haben wollen, die halten dir das einfach vors Gesicht. Ja, dagegen können sie sich nicht wehren. Wozu sie nicht verpflichtet sind, ist, ihren Finger selbst aktiv auf den Fingerabdrucksensor zu legen. Dazu kann sie keinen Polizeibeamter zwingen, wenn er sich an Recht und Gesetz hält. Ja? Nachfrage. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Handschellen angelegt bekommt und dann das Handy dem Beamten zufällig aus der Hand fällt, gegen meine Hand. Auf ihren Fingerabdruck. Ja, das genau. Das ist dann halt, wie ich es gerade sagte, ein rechtswidriges Verhalten. Also das heißt, das darf man von Ihnen nicht erzwingen. Es ist jetzt 9:10. Ich glaube, jeder hat eine, was noch sein könnte, Story, die er gerne loswerden möchte und die auch bestimmt witzig ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon 10 gehört, was sein könnte, was abstrus ist. Ich glaube, der Punkt ist, dass wir jetzt auch die Main Messages irgendwie mal durchgezogen bekommen möchten. Und deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt vielleicht, wenn es noch eine Verständnisfrage ist mit einem Begriff, den man echt nicht kennt oder so, dass zwischendurch aber die Detailfragen vielleicht oft nachher oder beim Bierchen macht. Gut. Ja? Okay. Bisher. Mir war jetzt nicht bewusst, dass wir schon so lange dran sind. Also es war sehr kurzweilig mit Ihnen, weil so viele Fragen kommen eigentlich selten. Deswegen fand ich das jetzt gut. Aber da Sie haben völlig recht, wir sollten jetzt das hier nicht keine Nachtveranstaltung draus machen. Also wir machen es ganz jetzt zügig. Und wer später Fragen hat, kann dann wirklich auch noch vielleicht nochmal kurz dann mit mir persönlich sprechen. Wenn Sie in der Durchsuchungssituation sind, dann müssen Sie ja entscheiden, mit wem habe ich das da zu tun. Wie klar ist, Sie sind ein bisschen an der mächtigeren Stelle, die können mehr durchsetzen. Aber ich habe so einige Kriterien aufgeschrieben, wo Sie dann sehen können, ob Beamte seriös arbeiten oder ob sie nicht seriös arbeiten. Konkret, ob die sich an die Strafprozessordnung halten oder nicht. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wird Ihnen der Durchsuchungsbeschluss vor der Durchsuchung ausgehändigt? Manche machen das erst nach der Durchsuchung, so nach dem Motto, wir müssen es erst mal durchsuchen, dann kriegen Sie ihn später. Sie müssen über Ihr Schweigerecht belehrt werden. Ja, also auch als Durchsuchungsopfer sozusagen haben Sie natürlich das umfassende Schweigerecht. Und ganz wichtig eben, dass respektiert wird, dass Sie in jeder Lage des Verfahrens, so sagt es das Gesetz ausdrücklich, einen Rechtsbeistand beziehungsweise einen Verteidiger, es steht da jetzt im Gesetz drin, konsultieren müssen. Also das ist dann in der Regel aber schon eher ein Anwalt. Das heißt, man darf Ihnen bei einer Hausdurchsuchung niemals untersagen, einen Anwalt zu konsultieren. Ja, das heißt, da kann man nicht sagen, bitte, wir wissen doch jetzt gar nicht, wen Sie anrufen oder so. Da müssen Sie sagen, passen auf, mein Anwalt, der hat so eine Homepage, ist vielleicht jetzt nicht die schönste, aber da steht sein Name und seine Adresse drin. Es gibt ein Verzeichnis der Rechtsanwaltskammer, in dem Namen und Adresse aller zugelassenen Rechtsanwälte aufgeführt sind. Und wenn man diese beiden Fakten, wenn man es als Polizeibeamter jetzt sehr genau nehmen will, wenn man die dann online zusammenführt, dann kann man schon mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass die Rufnummer dann auch tatsächlich zu einem Rechtsanwalt gehört. Ja?
Und nicht seriös ist zum Beispiel dann solche Sachen, wie wenn Sie gesagt haben, ich möchte eigentlich lieber von meinem Schweigerecht Gebrauch machen, dass dann gesagt wird, ja, aber wissen Sie ja, erzählen Sie doch mal lieber, dann wird das alles halb so schlimm. Legen Sie doch die Karten auf den Tisch, dann legen wir beim Staatsanwalt ein Wort für Sie ein. Wenn Sie jetzt hier und heute reinen Tisch machen, wird das Verfahren eingestellt. Glauben Sie es einfach nicht. Ja? Polizeibeamte haben überhaupt gar keinen großen Kontakt zu Staatsanwälten. Es gibt keinen Staatsanwalt, der sich von einem Polizeibeamten anrufen lässt, so nach dem Motto, oh, wir haben bei dem und dem durchsucht, aber das ist ein ganz netter Kerl, da können Sie das Verfahren schon einstellen. Ja? Dann wird der Staatsanwalt sagen, schicken Sie mir die Akte, das prüfe ich lieber selber. Also vertrauen Sie niemals Versprechungen, die Ihnen Polizeibeamte bei der Durchsuchung machen. Ja? Das ist ungefähr so relevant und juristisch wichtig, wie wenn ein Straßenbahnfahrer Ihnen sagt, ja, ich flieg dich nach Mallorca. Ja? Kann er sagen, aber es wird so nicht klappen. Ja? Okay. Und Sie werden bei einer Durchsuchung, das dauert ja manchmal ein bisschen, manchmal mehrere Stunden, immer wieder auch erleben, wie dann versucht wird, das Gespräch zu führen. Ja? Da sind ja immer mehrere Beamte da, Good Cop, Bad Cop. Ja? Ich weiß, das ist in der Regel nicht abgesprochen, nur die statistische Wahrscheinlichkeit ist halt, dass einer von fünf immer ein A Loch ist, ja, und die anderen sind in Ordnung, aber das A-Loch versucht dann natürlich immer, sie hintenrum zu kriegen, ja, so nach dem Motto, komm, sonst geht's in den Knast oder irgendwie solche Dinge und die anderen sagen, ja, ist alles nicht so wild, machen Sie mal schweigerecht und so und dann werden Sie so psychologisch unter Druck gesetzt und irgendwann sollen Sie dann weichgekocht werden. Wichtig ist eben, dass Ihnen klar ist, dass alles, was Sie sagen, auch nachdem Sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, zu sagen, ich will nichts sagen, was sie dann aber trotzdem sagen, dass die Polizeibeamten das dann irgendwo festhalten, in sogenannten Vermerken. Ja? Da steht dann drin, der Beschuldigte sagte zwar, er will nichts sagen, aber er erklärte dann informell bei einer Tasse Kaffee oder was doch noch Folgendes. Ja? Das Schließfach in der Schweiz könnte meins sein, ja? Oder vielleicht von meiner Tante. Ich habe so viele Schließfächer, ich weiß gar nicht, was das jetzt damit auf sich hat. Ja? Bei Beschlagnahme. Beschlagnahme ist ja immer das Ziel der Hausdurchsuchung. Ich kann es nur dreimal und fett schreiben, wer heutzutage keine Sicherungskopien seiner privaten Daten oder gerade seiner geschäftlichen Daten hat, tut mir wirklich furchtbar leid. Sie müssen irgendwo eine Datensicherung haben, die nicht dem Zugriff der Ermittlungsbehörden sofort ausgesetzt ist. Ja? Wenn Sie das unterlassen, ja, dann schaden Sie sich einfach selber, weil selbst wir als Anwälte, wir können in der Regel nicht dafür garantieren, dass heute die Hausdurchsuchung ist und morgen kriegen Sie Ihren Rechner wieder. Sondern im günstigsten Fall, wenn man viel Druck macht und gute Argumente hat, dauert das immer mindestens 14 Tage. Und ich habe schon so manchen Freiberufler gerade darüber verzweifeln sehen, dass er plötzlich seine Kontakte nicht mehr hatte, dass die ganzen Projekte weg waren und so. Ich sage, was ist denn eigentlich, wenn dein Notebook verloren geht? Ja, ja, aber wie soll das denn verloren gehen? Ne? Also gut, also ich kann es nur immer wieder sagen, weil wirklich ein großer Teil meiner anwaltlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit Hausdurchsuchungen geht dann dafür drauf, dass ich mit Staatsanwälten verhandeln muss, wie kommen wir jetzt wieder an die Hardware, wie kriegen wir die Erlaubnis, Kopien zu machen oder Ähnliches, damit der Mandant da nicht wirtschaftlich vor die Hunde geht. Also das ist jetzt vielleicht hier der falsche Kreis, aber Sie würden sich wundern, wie viele Leute überhaupt keine Sicherungskopien haben. Und machen Sie es doch folgendermaßen, brennen Sie von mir aus alle 6 Wochen eine DVD oder einen USB-Stick mit einer Verschlüsselung, legen Sie den bei Ihrer Mutter irgendwo da oben in das Körbchen, wo auch die Zündschlüssel drin sind oder sowas. Ja, bei Ihrer Mutter kann nicht durchsucht werden. Ja, und wenn die Polizei dann bei Ihnen gewesen ist, fahren Sie zu Ihrer Mutter oder zu Ihrem Freund oder wem auch immer und sagen, gib mir doch mal bitte meinen USB-Stick. Ja, dann fahren Sie dann entweder zum Mediamarkt, holen sich ein neues, keine Werbung jetzt, egal wohin, holen sich ein neues Notebook, stecken den USB-Stick rein und arbeiten fröhlich weiter. Klar, wenn Sie natürlich anspruchsvolle Sachen haben, ist das vielleicht alles ein bisschen schwieriger, aber so für uns Anwälte wird das zum Beispiel völlig reichen. Also wir haben eine Datensicherung, weil wir sind auch schon durchsucht worden, nicht als Beschuldigter, sondern auch als Anwalt, Zeuge, Schrägstrich. Und da war es sehr gut, dass wir dann einfach unsere Daten halt so sichern,
dass wir praktisch dann auch ohne unsere Hardware erstmal auskommen können. Die waren nämlich auch 3 Tage weg und dann haben wir einfach 2 Notebooks gekauft, dann konnten wir da weitermachen, weil wir unsere Daten halt aus anderer Quelle sofort zurückspielen konnten. Also ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, der Anwalt ist immer viel teurer als eine vernünftige Datensicherung. So, bitte, jetzt hatten Sie eine Frage. Sich in dem Moment auch an, eine Inventarliste zu machen, wenn die rausgehen, solange man keine Handschellen hat? Weil wie weiß ich denn, was sie alles mitgenommen haben? Super, dass Sie das jetzt sagen. Das betrifft nämlich die Liste Papier, oder die Folie Papierkram 1. Sie haben Anspruch darauf, und das wird eigentlich in der Regel auch sehr zuverlässig gemacht, dass Sie eine schriftliche Bescheinigung über den Grund der Durchsuchung und die vorgeworfene Straftat bekommen. Aber wichtiger ist noch, dass Sie ein Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände bekommen. Ja, das ist ja meistens so ein die machen wirklich nur mit Durchschriften, Butterbrot, Papier. Da steht dann drin, was sichergestellt worden ist. Ja, und diese Liste wird Ihnen ausgehändigt. Da haben Sie einen Anspruch drauf, die kriegen Sie in aller Regel auch. So, bitte. Verzeichnis dann unterschreiben oder kann es dann passieren, dass die halt dann nachher... Liste Papierkram 2. Folie Papierkram 2. So, jetzt vielleicht für Sie ganz interessant, das haben Sie vielleicht noch nie gehört, aber das sollte jeder von Ihnen wissen, der mit einem Rucksack durch die Gegend läuft und vielleicht nicht so kurze Haare hat wie ich und keine Krawatte trägt oder so, keine Ahnung. Sie haben den Anspruch auf eine derartige Bescheinigung für eine Durchsuchung zum Beispiel auch, wenn die Kölner Polizei Sie am Hauptbahnhof anhält und sagt, dürfen wir mal in Ihren Rucksack gucken. Ja, Betroffene aller Länder, meldet euch sozusagen, kommt ja jeden Tag vor. Das heißt, jedes Mal, wenn die in Ihren Rucksack gucken, dann können Sie sagen, lieber Bundespolizist, ich möchte eine Bescheinigung nach § 107 StPO haben. Ja, dann guckt er Sie an und sagt, wieso? Sagen Sie, damit ich damit zum Anwalt gehen kann und mich dann über Sie beschweren kann, weil das rechtswidrig gewesen ist vielleicht, oder damit ich mir Sie einfach ans Klo nageln kann. Ja? Ihnen steht diese Bescheinigung zu. Ja? Das heißt also, gerade bei Razzien, ich habe es aufgeschrieben, Razzien in Diskotheken, ist ja immer wieder, jetzt kommt vor, wird der ganze Laden zugemacht, da müssen Sie 3 Stunden warten und dann Urinkontrolle oder was auch immer und Papiere abgeben und dann müssen Sie ihr Gepäck, ihre Taschen ausleeren. Verlangen Sie da mal eine Bescheinigung. Ja? Wenn das dann alle 337 Gäste machen, ja, vorher, nach dem Motto, wir wollen aber eine Bescheinigung, wenn wir durchsucht werden, weiß ich nicht, wie schnell die Razzia dann beendet ist. Also mit den Dienstzeiten der Beamten ist das dann nicht mehr zu vereinbaren. So, was das Protokoll angeht, das wird Ihnen ja dann vorgelegt und dann heißt es, dann unterschreiben Sie hier mal. Sie sollten nur unterschreiben, wenn die Beamten den Seriositätstest, den ich Ihnen vorher dargelegt habe, bestanden haben. Ja? Wenn die bei dem Punkt durchfallen, dass man ihnen nicht erlaubt hat, mit einem Anwalt zu telefonieren oder den herbeizurufen, wenn man ihnen den Durchsuchungsbeschluss nicht händigt hat, alle diese Punkte, wenn das nicht gemacht worden ist, dann sollten Sie wissen, dann unterschreiben Sie bitte nichts, weil dann werden Sie hier auch wieder über den Tisch gezogen in irgendeiner Form. Und wenn Sie was unterschreiben, bei seriösen Polizeibeamten, dann unterschreiben Sie nur das, was Sie auch wirklich verstehen. Ja? Das gilt nicht nur für Leute, die keine weniger oder schlechtere deutsche Sprachkenntnisse haben, sondern für jeden. Diese Formulare sind ungefähr wie jedes deutsche Formular erstmal relativ unverständlich und verworren. Und wichtig ist hier insbesondere, kreuzen Sie nichts an, was Sie nicht verstehen. Und wenn da 2 Möglichkeiten zum Ankreuzen sind, dann ist es auf jeden Fall falsch, wenn keine der beiden Möglichkeiten angekreuzt wird. Ja? Weil das führt dann dazu, dass der Polizeibeamte, wenn er böse ist, nachdem Sie es unterschrieben haben und zur Arbeit gefahren sind, viel zu spät wegen der Durchsuchung, das Kreuz dann für Sie macht. Und das garantiert ist das Kreuz dann da, der Durchsuchung wird zugestimmt. Ja? Obwohl Sie das so wahrscheinlich nie gemacht haben wollen. Und im Zweifel gilt, wenn Sie sich nicht darüber im Klaren sind, dann unterschreiben Sie nichts. Wir leben in einem freien Land. Es gibt kein Gesetz, das sagt, der Durchsuchte muss ein Durchsuchungsprotokoll unterschreiben. Ja? Werden Sie vielleicht bei Polizeibeamten auf großes Unverständnis stoßen, weil die das noch nie erlebt haben, dass jemand das Durchsuchungsprotokoll nicht unterschreibt. Aber dann können Sie dann zur Rechtsfortbildung sozusagen beitragen. So. Was natürlich immer ganz übel ist, legen Sie die Karten auf den Tisch, sonst nehmen wir sie mit. Ja? Stichwort: Wir stecken dich in den Knast, wenn du nicht hier und jetzt A, die Beweismittel rausrückst und B, die Tat zugibst. Ja? Dazu kann ich Ihnen nur sagen, spätestens ab diesem Punkt
würde ich schon dran denken, einen Anwalt zu beauftragen. Ja, denn Untersuchungshaft ist keine lustige Geschichte. Aber Sie müssen auch wissen, Untersuchungshaft gibt es nicht für jeden Pups. Ja, sondern da muss schon was drin sein. Und Untersuchungshaft wird tausendmal öfter angedroht, das erlebe ich in meiner täglichen Praxis, den Mandanten, als dass sie tatsächlich überhaupt juristisch ernsthaft im Raum steht. Das bedeutet ganz klar, Sie haben das Erfordernis von Haftgründen, also ein Haftgrund und Fluchtgefahr, dringender Tatverdacht und Haftgrund, so steht es in der Folie richtig drin, das muss vorliegen. Ich sage das jetzt einfach mal zusammengefasst, liegt in den 95% der Fälle einfach nicht vor, weil es sich um ganz Fälle von Kriminalität handelt, wo das eben noch, überhaupt noch nicht relevant ist. Ja? Und selbst wenn die Polizei sagt, dann nehmen wir sie halt mit und wir sperren sie ein, dann müssen sie ganz gelassen bleiben und sagen, dann rede ich auch erstmal mit meinem Anwalt, da habe ich ja dann genug Zeit in der Zelle, ja, dann muss er sich halt da zu mir auf das Bänkchen setzen, mache ich jede Woche ein paar Mal, ja, es ist äußerst angenehme Atmosphäre in diesen überhitzten Gewahrsamszellen, ja, und wenn der Anwalt dann da gewesen ist, dann, ich weiß es, dafür brauche ich keinen Anwalt, Sie als Polizeibeamter können mich ja sowieso nicht in Untersuchungshaft nehmen, sondern die Macht der Polizei geht immer nur bis zum Ende des nächsten Tages. Also das heißt, wenn Sie um 0.03 Uhr in der Diskothek festgenommen werden, dann müssen Sie spätestens um 24 Uhr am Folgetag einem Richter vorgeführt worden sein. Ja? Das heißt also, länger als insgesamt 48 Stunden darf die Polizei Sie in Deutschland nicht aus eigener Machtvollkommenheit da behalten. Und ich sage dazu immer, wenn Sie einen lockeren Spruch haben, da wird dem Polizeibeamten völlig überzeugt und sagen Sie, pass auf, wenn Sie der Meinung sind, Sie müssen mich mitnehmen, das ist wie Abenteuerurlaub für mich, da erzähle ich meinen Enkel noch davon, ja. Und natürlich dann ein bisschen die nächste Steigerung ist, Sie sagen dann, mein Anwalt ist so teuer, der kann auch mal wirklich was für sein Geld tun, ja. Dann kommen Sie natürlich da immer auf die richtige Schiene, das macht den richtigen Eindruck, ja. Also wenn Sie solche Sprüche, wenn Sie klar machen, dass Sie nicht sich zu einer Aussage bringen lassen, wenn Sie mit Untersuchungshaft bedroht werden, sondern wenn Sie sagen, pass auf, du kannst mir drohen, so viel du willst, du kannst mich vielleicht auch bis morgen Nachmittag einsperren, bis ich zum Richter komme, aber deswegen werde ich keine Aussage machen, kann ich Ihnen sagen, in den weitaus allermeisten Fällen werden Sie die Überraschung erleben, dass dann die Polizeibeamten rausgehen, nach einer Viertelstunde wiederkommen und sagen, ja, Sie können gehen, tschüss. Ja? Und um das hier vielleicht an dieser Stelle noch zu sagen, das ist kein Selbstzweck, die ganze Geschichte. Ich mache den Job 23 Jahre und die weitaus meisten Straftäter werden überführt, nicht wegen der Beweismittel, sondern weil sie irgendwann, sage ich jetzt mal so, dumm gewesen sind, aus ihrer eigenen Sicht irgendwie ein Geständnis abzulegen oder selbst Beweise vorzulegen. Ja? In der Regel ist es meistens so, dass eine Tat, ein Tatnachweis schwierig möglich ist, ohne dass der Beschuldigte irgendwie selbst mitgewirkt hat. Also das hört sich jetzt natürlich sehr defätistisch an, aber ich rede ja im Interesse des Beschuldigten. Das ist ja meine Aufgabe als Anwalt. Und das bedeutet ganz klar, seien Sie nicht so dumm, belasten Sie sich nie selber, halten Sie lieber die Klappe. Das steigert die Wahrscheinlichkeit enorm, dass Sie aus der Sache heil oder vielleicht mit geringeren Blessuren rausgehen. So, dann sind wir fast schon am Ende. Also, wenn die Durchsuchung stattgefunden hat, dann ist eben, wie gesagt, spätestens der Zeitpunkt da, einen Anwalt zu beauftragen. Ich sage jetzt einfach mal die anwaltliche Sicht. Der Beistand gilt natürlich nach wie vor. Der Anwalt nimmt dann Akteneinsicht. Wenn Sie vielleicht mal mit einem Anwalt zu tun haben und Akteneinsicht über einen Anwalt haben wollen, dann bitte denken Sie daran, als Mandant des Anwaltes haben Sie ein Recht darauf, auch eine Kopie dieser Akte zu bekommen. Ja? Wie gesagt, ich mache das 23 Jahre und es gibt immer noch wahnsinnig viele Strafverteidiger auch, die ihren Mandanten keine Kopie der Ermittlungsakte aushändigen. Ja? Für mich ist das dann so eine Frage, wieso will der Anwalt dieses Herrschaftswissen behalten? Warum sagt er, wenn Sie, weiß ich nicht, wenn Sie sich eine Heizanlage für Ihr Haus kaufen, ja, dann wollen Sie auch die Bedienungsanleitung lesen und dann nicht auf den, der Installateur sagt dann, die gebe ich Ihnen gar nicht, dann rufen Sie mich doch lieber immer an, ja, dann komme ich raus. Also ein Anwalt, der Ihnen die Ermittlungsakte nicht in Kopie zur Verfügung stellt, aus meiner Sicht, ich weiß nicht warum, aus meiner Sicht unseriös, ja, aber kommt immer wieder vor, deswegen denken Sie daran.
Und dann, ja klar, dann müssen wir mit dem Anwalt das besprechen. Und dann kommt eben so die ganze Geschichte, wie das ganz normal läuft. Entscheidung, ob man sich eben schriftlich zu dem Vorwurf äußert, ob man vielleicht in ganz seltenen Ausnahmefällen zu einer Vernehmung bereit ist oder ob man eben von seinem Schweigerecht wieder Gebrauch macht. Schweigerecht ist nicht immer gut. In sehr vielen Fällen mache ich auch Verteidigungsschriften, aber halt dann auf einer gesicherten Tatsachengrundlage. Da fällt es einem immer leichter, dann zu erklären, warum der Mandant es nicht gewesen ist, weil man dann eben genau weiß, was gegen ihn spricht. Und dann entscheidet der Staatsanwalt über die Einstellung Strafbefehl oder Anklage. Und dann sind wir schon ganz weit hinten, nämlich im gerichtlichen Verfahren. Aber wenn Sie das jetzt hier heute alles mitgenommen haben und nicht zu viel sagen, dann besteht da fast gar keine Gefahr, dass Sie irgendwann mal so weit kommen und Ihrem Anwalt eine Anklageschrift vorlegen müssen. So, bitte. Ja, noch eine Frage? Und habe ich eine Frage. Wie ist das, wenn jetzt die Durchsuchung eher an einem Freitagnachmittag oder Abend stattfindet? Und wie kommt man dann an einen Anwalt? Also, ja. Ich frage mich das auch gerade, wie würde ich an den Anwalt kommen, wenn ich einen Anwalt brauche? Also, wird das, nee, also sagen wir mal so, ist, also, nee, wenn bei Strafverteidigern ist es in der Regel heute schon so, dass sehr viele Strafverteidiger über ein Mobiltelefon verfügen und die Nummer dann auch online stellen, ja, also das gibt es. Es gibt auch einen sogenannten anwaltlichen Notdienst in den vielen Gerichtsbezirken. Da würde ich Ihnen aber aus eigener Erfahrung dazu raten, ein bisschen vorsichtig zu sein mit dem anwaltlichen Notdienst. Der ist sehr stark, ich sag's mal ganz ungeschützt, okkupiert von Berufsanfängern, ja, die also sozusagen jeden Euro brauchen, ja, und dann sich da immer turnusmäßig dann sozusagen vors Telefon setzen und warten, dass jetzt irgendjemand anruft. Muss nicht sein, kann aber sein. Und alles andere ist halt auch vielleicht ein gewisser Teil der eigenen Vorsorge, dass man mal guckt, wo notiere ich mir eine Nummer, wessen Namen habe ich im Kopf oder ähnliches. Ja? Das ist natürlich richtig, aber... Nach heute schon. Ja, naja, gut, aber... Aber ich will Sie auch auf Folgendes hinweisen. Das deutsche Gesetz ist ja voll mit Überraschungen. Und es steht mittlerweile in der Strafprozessordnung drin, dass die Polizei Ihnen bei der Suche nach einem Anwalt sogar helfen muss. Ja? Das heißt, das ist wirklich so. Das steht da drin. Wenn Sie nach einem Anwalt verlangen, muss die Polizei Ihnen die Kontaktmöglichkeiten geben. Die muss Ihnen in der Regel zumindest die Nummer des anwaltlichen Notdienstes mitteilen. Und die muss Ihnen nicht nur ein altes, abgeschmacktes Telefonbuch vorlegen, sondern Ihnen auch zum Beispiel dann die Möglichkeit geben, halt mal kurz zu googeln oder so und zu gucken, wen kriegen Sie denn da in die Strippe. Ja, also... Ja, oder der Kollege hier, ich glaube, das ist der Herr Langen hier aus Köln, der dann auf den Fahrradständern vorm Gericht, ja. Also, aber das ist dann genau die Situation. Dann sitzen Sie bei der Polizei, dann denken Sie, boah, wie hieß der Anwalt noch, der immer auf den Fahrradständern vorm Gericht wirbt, ja. So ist das. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch anderthalb Fragen. Auf jeden Fall erstmal Sie und dann gucken wir mal. Können Sie noch mal was dazu sagen, wie das mit WGs ist? Bringt es tatsächlich was, Namen an Zimmer zu schreiben und so? Oh, das ist eine brillante Idee. Das bringt wirklich was. Weil wenn Sie in Wohngemeinschaften klar abgegrenzte Räume haben, dann können Sie zumindest später, also Sie werden in der Regel vielleicht eine Durchsuchung nicht verhindern können, aber die Durchsuchung wird nach meiner Erfahrung dann zumindest so gestaltet, dass die Beamten dann, Entschuldigung, eigentlich nur gucken, ob das wirklich so stimmt, ob das jetzt getrennte Räume sind. Also da habe ich schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und später, wenn Sie dann das Fotos machen davon, wenn Sie das dann juristisch rügen und sagen, diese Durchsuchung wegen, weiß ich nicht, 3 Gramm Marihuana bei der Zimmerkollegin oder so, die war sowieso rechtswidrig und bei mir hätten die deswegen gar nicht reinkommen können, dann können Sie das dann eben sehr gut auch begründen. So, letzte Frage. Sie haben die erste gestellt, dann stellen Sie auch die letzte. Wenn ich als Betroffener Einsicht in die Ermittlungsakte erhalte und da steht drin Videobeweis, kann ich dann das Video sehen? Ja, klar. Also wie läuft das technisch ab? Ja, also bei uns, wir Anwälte, wir kriegen das dann als DVD geschickt. Ja. Ganz moderne Staatsanwälte schicken es auch per E-Mail. Ja, aber
ist mal Geschmackssache. Also Sie haben nicht nur Anspruch darauf, die Ermittlungsakte einzusehen, sondern wie das Gesetz sagt, die Beweismittel zu besichtigen. Ja? Bei Mord und Totschlag zum Beispiel gibt es ja so dicke Spurenakten. Die sind nicht Teil der Ermittlungsakte. Da müssen Sie dann als Verteidiger oder als Betroffener, wenn Sie noch frei sind, auf freiem Fuß sind, dann eben zur Staatsanwaltschaft fahren und sich diese Akten mal angucken. Ja? Aber grundsätzlich gilt bei uns der Grundsatz, Sie dürfen alles sehen, was der Staatsanwalt auch sieht. So, wenn Sie sonst keine Fragen mehr haben oder auch keine mehr stellen dürfen, dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe wenig gesehen heute, es war aber trotzdem sehr anregend, mit Ihnen zu sprechen. Danke.